Wollen wir beginnen? Ich freue mich sehr, dass so viele heute Abend den Weg zu uns gefunden haben, trotz sommerlicher Temperaturen. Und die ersten Tage im Frühling locken ja mehr in die Wein- und Biergärten als zu Veranstaltungen. Das Interesse scheint groß, das freut uns sehr. Die Frage, ob es noch Chancen für eine friedliche Lösung in der ja nun fast seit einem Jahr andauernden Krise in Burundi gibt, hat uns verschiedentlich umgetrieben. Ich freue mich sehr, dass sich drei Organisationen, ein Netzwerk, das ÖNZ, das Ökumenische Netz Zentralafrika, die Deutsche Welle und wir von der Heinrich-Böll-Stiftung uns zusammengetan haben, um diese Informationsveranstaltung heute Abend für Sie zu organisieren. Und ich freue mich ganz besonders, dass Dr. Dirke Köpp sich bereit erklärt hat, den heutigen Abend zu moderieren. Sie leitet das französische Programm für Afrika der Deutschen Welle. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an alle unsere Gäste auf diesem Podium. Und ich übergebe Ihnen das Wort, damit Sie unsere Gäste des heutigen Abends vorstellen. Danke. Ja, vielen Dank auch, Frau Massalbert. Erstmal guten Abend ins Publikum. Ich freue mich, dass Sie da sind. Da ich nicht weiß und da wir wahrscheinlich auch alle, dass Sie alle von verschiedenen Horizonten kommen, inwieweit Sie die Details der Krise in Burundi kennen, würde ich zu Beginn eine ganz kleine Einführung geben, so zum Ablauf des Abends, eben diese kurze Einführung. Dann werde ich Ihnen die Gäste auf dem Panel vorstellen. Dann werden wir hier ein bisschen auf dem Panel diskutieren und nach, ich denke mal, ungefähr einer Stunde können dann auch Sie Ihre Fragen loswerden. Ich denke, Sie haben vielleicht auch Fragen an die Gäste hier auf dem Podium. Und dann würden wir das Ganze irgendwann allerspätestens um 9 Uhr beschließen, weil dann eben vielleicht auch, Frau Massalbert hat es schon angedeutet, noch die Gelegenheit besteht, auch später noch irgendwo im Freien den Tag ausklingen zu lassen. Es wurde angedeutet, ich bin die Leiterin der Redaktion Französisch für Afrika der Deutschen Welle. Wir machen vor allen Dingen Radioprogramm für das frankophone Afrika, senden also in das frankophone Afrika und beschäftigen uns seit eben ziemlich genau einem Jahr auch täglich mit Burundi, mit den verschiedenen Entwicklungen. Kurzer Rückblick also, vor ziemlich genau einem Jahr, am 25. April, begann also die Krise, als nämlich die Regierungspartei CNDD-FDD die Kandidatur des damaligen Präsidenten Pierre Nkurunziza für die Präsidentschaftswahl bekannt gab. Das war sehr umstritten, denn es handelte sich dabei um eine Kandidatur für eine dritte Amtszeit und während die Regierung sagte, das ist kein Problem, die Friedensverträge von Arusha und die Verfassung lassen das zu, waren Opposition und Zivilgesellschaft anderer Meinung und sagten, nein, es ist nicht so, eine dritte Amtszeit ist nicht erlaubt für den Präsidenten. Dann begannen gleich am nächsten Tag, am 26. April, begannen Proteste in den Straßen, vor allen Dingen von Bujumbura. Und seitdem kann man sagen, ist das Land eigentlich auch nicht mehr wieder zur Ruhe gekommen. Einschüchterungen, Verhaftungen sind an der Tagesordnung. Bis heute sind mindestens 400 Tote zu beklagen, wahrscheinlich mehr. Mehr als 250.000 Menschen sind aus dem Land geflohen. Einer, den stelle ich Ihnen gleich vor, einer, der aus dem Land geflohen ist, sitzt hier eben auch auf dem Podium. Mindestens eine andere sitzt im Publikum, von anderen weiß ich es jetzt nicht. Aber es ist eben so, dass verschiedenste Menschenrechtsverletzungen begangen worden ist. Die Deutsche Welle hat auch mehrfach mit Leuten gesprochen, die Opfer von Folter und von Einschüchterungen geworden sind. Und leider ist es bislang so, dass ein Dialog von Seiten der Regierung nicht gewünscht wird, zumindest nicht ein Dialog mit allen. Das heißt, mit allen auch Oppositionellen, die sich kritisch gegen das Regime geäußert haben. Die Afrikanische Union, da haben wir auch einen Vertreter auf dem Podium sitzen, aber da komme ich wie gesagt gleich zu, hat beschlossen, eine Eingreiftruppe zu schicken, hat dann aber nach verschiedenem Hin und Her davon wieder Abstand genommen, zumindest bislang. Am vergangenen Freitag beschloss aber der UN-Sicherheitsrat, dass zumindest eine Polizeitruppe nach Burundi geschickt werden soll, um da eben darauf zu achten,
dass es nicht länger zu Menschenrechtsverletzungen, zu Einschüchterungen oder eben auch Schlimmerem wie Folter kommt. Diese Polizeitruppe, wie die genau aussieht, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Derweil geht aber das Morden und Einschüchtern auch weiter. Dazu wird uns gleich Herr Bamba noch was berichten. So, und jetzt stelle ich Ihnen erstmal die Gäste vor. Ladies first, Cordula Schulz-Aschel ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und Co-Autorin eines Antrags an den Deutschen Bundestag, der sich eben mit der Situation in Burundi befassen und sich für den Frieden in Burundi engagieren soll. Frau Schulz-Aschel hat Erfahrungen mit dem Völkermord in Ruanda. Sie war damals da im April 1994, als das Morden dort anfing. Claudia Simons, hier zu meiner Rechten, ist Wissenschaftlerin der Stiftung Politik und Wissenschaften hier in Berlin und da Expertin für Burundi und die Region der Großen Seen. Herr Kassimi Bamba ist der politische Berater des Sondergesandten der Afrikanischen Union für die Region der Großen Seen und ist extra für unsere Veranstaltung hier hingekommen, um uns die Position der Afrikanischen Union genauer zu erklären. Er ist auch derjenige, der zuletzt von uns in Burundi gewesen ist. Deshalb wird er uns gleich auch ein bisschen über das Aktuelle berichten. Und dann haben wir Bob Rugurika, Journalist und Direktor des privaten Radiosenders RPA aus Burundi, Radio Publique Africaine, das nach dem Putsch vom Mai vergangenen Jahres zerstört worden ist. Und jetzt würde ich, wie ich es gerade angedeutet habe, gerne anfangen mit Herrn Bamba. Sie sind am Sonntag aus Burundi hierher gekommen und deswegen möchte ich gerne Sie fragen, wie ist denn die aktuelle Situation jetzt vor Ort? Herzlichen Dank. Bevor ich auf Ihre Frage antworte, möchte ich zunächst einmal die Organisatoren dieses Treffens hier danken, dass Sie uns hier eingeladen haben, mit Ihnen über den Burundi zu sprechen, einem afrikanischen Land, Mitglied der Afrikanischen Union und auch Mitglied des Sicherheitsrats der Afrikanischen Union. Burundi ist ein sehr wichtiges Land für die Afrikanische Union, denn dieses Land trägt zu den Friedensmissionen in Afrika bei, insbesondere in Somalien und in Zentralafrika, anderen Ländern auch noch. Immer, wenn es um den Burundi geht und wie man den Frieden in diesem Land sichern soll, kommt die Afrikanische Union den Einladungen immer nach, um tatsächlich auch Hilfe und Unterstützung anzubieten für die Friedensschaffung in diesem Land. Ich möchte zweitens möchte dem Publikum danken, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Mir wurde auch gesagt, dass der Botschafter der Republik Burundi anwesend ist. Danke, dass Sie gekommen sind und dass Sie hier auch an dem Austausch über den Burundi teilnehmen werden und Ihren Beitrag vielleicht auch leisten werden dazu. Welches ist die aktuelle Situation in Burundi? Es ist wahr, ich bin tatsächlich am Sonntag aus Burundi abgeflogen, um hierher zu kommen. Ich möchte sagen, dass die Situation in Burundi derzeit eine Situation ist, in der es erstmal nach ersten Blicken wieder zur Ruhe gekommen ist. Wir können darüber hier gern noch sprechen. Ich sage einen erstmal augenscheinlichen Ruhe, einer augenscheinlichen Ruhe. Weswegen augenscheinlich und warum Ruhe? Warum sage ich das? Ich beziehe mich vor allem auf die Zeit nach der Ankündigung der Kandidatschaft von Pierre Nkurunziza zu einem dritten Mandat am 26. April dieses Jahres. Bis zum Monat Februar oder März war die Situation wirklich vollkommen anders. Und in den letzten Tagen hat sich die Situation sehr verändert. Die Situation davor kannten Sie. Es gab Tötungen und alle Nächte. In Burundi hörte man
Granateneinschläge, Mörsereinschläge, man hörte Schüsse. Es gab etwa 400 Tote, wie vorhin schon gesagt wurde, und die nationale Kommission spricht von 381 Toten. 250.000 Menschen sind aus Burundi aus Sicherheitsgründen geflohen. Heute augenscheinliche Ruhe. Warum? Was die Sicherheitslage anbelangt, es gibt keine Schüsse mehr jede Nacht. Sie haben aufgehört, aber nicht vollkommen. Es gibt sporadisch noch Schüsse und Massentötungen. Der Höhepunkt war am 11. 12. Dezember. Das hat sich auch etwas beruhigt, diese Massentötungen. Was die Sicherheitslage anbelangt, ist es einigermaßen zur Ruhe gekommen. Ruhe auch deswegen oder im Hinblick auf den Dialogprozess. Sie wissen, dass ein Dialogprozess dieser Dialog hat vor den Wahlen schon bekommen. Er ist im Juli, 15. 16. Juli gekommen und das wurde auch vorangetrieben. Bis zum 28. Dezember 2015 hat dieser Dialog kaum stattgefunden. Ruhe also auch an dieser Stelle. Die Situation ist ruhig im Hinblick auf die Wirtschaft. Negativ gesehen natürlich, denn die wirtschaftliche Situation wird immer schwieriger. Der Wert der lokalen Währung ist abgestürzt, dem burundischen Franc. Aber das ist erstmal nur eine augenscheinliche Situation der Ruhe. Warum augenscheinlich? Was die Sicherheitslage anbelangt, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass es etwas ruhiger geworden ist, es gibt trotzdem noch Morde und Tötungen. Sie passieren allerdings immer mehr oder weniger in versteckten Aktionen. Manche Viertel werden abgeriegelt und dann werden Jugendliche werden entführt und manchmal findet man sie dann in den Sicherheitskräften als einbezogene Akteure wieder oder eben auch tot, wenn es ihnen nicht gut gegangen ist. Zwei Offiziere sind am 22. März getötet worden. Kolonel Marus wurde getötet und etwas später ein anderer, der in einer Bar getötet wurde. Die Situation ist zwar Ruhe, aber eben eine augenscheinliche Ruhe. Und darüber hinaus hat man mir auch berichtet, und vielleicht kommen wir dann nachher auch wieder dazu, denn wir haben ja auch Beobachter der Menschenrechte vor Ort. Ich habe den Bericht gestern davon bekommen und dort wurden einige Fälle aufgezählt von Granateneinschlägen und Tötungen. Eine gewisse Ruhe also auch in Bezug auf den Dialogprozess. Man hofft hier natürlich, dass er hier wieder in Gang kommt, denn der letzte Gipfel der Ostafrikanischen Union am 2. März hat einen neuen Benjamin Kabka ist nun der neue Präsident oder Vorsitzende, der diesen Dialog, interburundischen Dialog, wieder ankurbeln soll. Er hat verschiedene Präsidenten in Ruanda und Uganda getroffen und auch in einem anderen Staat. Und man hat eben festgestellt, dass dieser, und wir hoffen, dass der Dialog wieder in Gang kommt und auch tatsächlich das den Erwartungen entsprechen wird. Das war also meine Einführung. Es gab einige Erklärungen der Regierungspartei, CNDD, FDD. Das sind Erklärungen, aber sie sind sehr harte Erklärungen. Sie klagen ein Nachbarland an, sie klagen die Europäische Union an, die Afrikanische Union an. Kurzum, es sind Erklärungen,
die nicht zur Ruhe aufrufen und zur Besonnenheit, und das ist ein Problem. Das muss man wirklich feststellen. Eine augenscheinliche Ruhe auch, denn auch in der Regierungspartei, innerhalb der Regierungspartei gibt es Kontroversen. Einige möchten einen regionalen Dialog und andere möchten das lieber nicht haben. Das ist also kurz gesagt die derzeitige Situation in Burundi. Vielen Dank. Mal einen Schritt zurückgehen. Wir wissen jetzt also, wie es aktuell in Burundi aussieht. Und ich würde gerne Frau Simons fragen, die sich viel mit der Geschichte Burundis beschäftigt hat, wieso eigentlich wir uns seit eben einem Jahr so viele Sorgen um Burundi machen. Es haben immer wieder auch Experten gewarnt vor einem Genozid. Und da würde ich jetzt einfach Sie bitten, uns vielleicht kurz darzulegen, wie die ethnische Situation in Burundi überhaupt ist, vielleicht auf den Bürgerkrieg und vor allen Dingen die Friedensverträge von Arusha eingehen. Ja, vielen Dank. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, denke ich, dass man die aktuelle Krise, wenn man sie denn so nennen will, überhaupt nur verstehen kann, wenn man sich ein bisschen die politische Geschichte auch des Landes anguckt. Bestenfalls, wenn man viel Zeit hat, geht man dann natürlich in vorkoloniale Zeiten zurück. Das müssen wir jetzt heute Abend nicht machen. Aber einfach sich ein bisschen anzuschauen, was ist eigentlich im Bürgerkrieg passiert und in Arusha und eben von dort an. Denn ich, auch geteilte Meinung mit anderen Wissenschaftlern, sind der Meinung, dass das, was aktuell passiert, nur bedingt überraschend war. Die Tatsache, dass wir in eine Krise geschlittert sind, überhaupt nicht überraschend war. Vielleicht ein Aspekt überraschend war die Vehemenz der Proteste. Das war tatsächlich was, was, glaube ich, viele Beobachter ein Stück weit nicht so eingeschätzt haben, aber ansonsten eben die Entwicklung, die wir heute haben, sehr, sehr lange schon am Laufen war. Und die ethnische Komponente ist eine davon, aber die ist, also ich finde es immer wieder faszinierend, wir von der SVP reden ja auch viel mit der Presse zum Beispiel, und es kommt immer die Frage, ist das ein ethnischer Konflikt, beziehungsweise ist das wieder ein ethnischer Konflikt? Dazu muss man wissen, dass der Bürgerkrieg in den 90er Jahren sehr, sehr stark nach ethnischen Linien verlaufen ist, mobilisiert wurde, aber eben Ethnizität auch dort natürlich vor allem ein Mobilisierungsfaktor war und nicht der Grund des Konflikts. Das aber in den Verhandlungen von Arusha, die im Prinzip den Bürgerkrieg zumindest auf einer politischen Ebene beendet haben, 2000, die lange verhandelt wurden, 2 Jahre lang verhandelt wurden, auf höchstem Niveau, also auch mit höchster Mediation, diese ethnische Komponente extrem stark im Fokus stand. Bis dahin, dass man sich entschieden hat, ein Quotensystem einzuführen auf allen politischen Ebenen und vor allem in den Sicherheitsorganen, das eben vorsieht, dass sich die Positionen geteilt werden zwischen den beiden großen ethnischen Gruppen in Burundi, den Hutu und Tutsi. Und dass das im Prinzip sozusagen sehr, sehr stark die Interpretation des Konfliktes war zu der Zeit. Stark auch durch die Mediation unter anderem eingebracht, die damals zum Beispiel von Südafrika sehr stark beeinflusst war. Und sicherlich zu der Zeit auch ein guter Ansatz gewesen ist oder ein notwendiger Ansatz gewesen ist, total unberücksichtigt gelassen hat, aber auf eine Art und Weise, was eigentlich hinter diesen ethnischen Mobilisierungen steht. Und wir heute sehen, dass sich an diesem Problem kaum was geändert hat. Also da geht es darum, dass politische Teilhabe, soziale Teilhabe extrem beschränkt ist auf eine ganz kleine Elite. Früher auch war, aber eben sozusagen heute hat sich die ethnische Affiliation, Gruppe der Elite geändert ein Stück weit, aber eben nicht unbedingt die Art der Politik. Wir haben das Problem militarisierter politischer Logik ganz, ganz stark. Ausschlüsse der großen Bevölkerung, trotz vieler sozialer Programme, die in den letzten Jahren eingeführt wurden, eben immer noch keine große Verbesserung der Situation der Landbevölkerung und so weiter. Und das sind ganz stark auch das Thema Landkonflikte, also was ist mit Flüchtlingen, die in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren geflohen sind, ihr Land verlassen mussten, die immer noch zum Teil im Ausland sind. Und das sind alles Probleme, die sozusagen ganz, ganz wenig angegangen wurden in den letzten Jahren und zum Teil unter den Tisch fielen. Und sozusagen, weil dieser Fokus so stark auf dieser Ethnizität war und auf diesen ethnischen Quoten. Jetzt ist es so, dass heute die sozusagen Möglichkeit, nach ethnischen Linien zu mobilisieren, viel schwerer ist als in den 90er Jahren. Einfach deswegen, weil wir in den 90er Jahren eine Situation hatten, die
also die ersten freien demokratischen Wahlen stattgefunden haben, in der ein Hutu-Präsident gewählt wurde, der kurze Zeit später ermordet wurde. Und das gefolgt ist auf wirklich jahrzehntelanger struktureller Diskriminierung entlang ethnischer Linien. Und dass diese strukturelle Diskriminierung sehr stark doch durch diese Quoten ein Stück weit zumindest formal angegangen wurde. Das heißt nicht, dass sich in der Realität unbedingt ganz, ganz viel geändert hat. Es braucht ja auch seine Zeit, sowas. Das kennen wir von allen Fällen, wo es mit Quoten versucht wird, irgendwie eine bestimmte Gruppe zu fördern, sozusagen. Aber dass sich daran ein Stück weit was geändert hat und dass auch die Hutu-Mehrheit im Land gemerkt hat, für sie hat sich eigentlich die Situation nicht grundlegend verbessert. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dass dadurch sozusagen dieser Aspekt Mobilisierung entlang ethnischer Linien innerhalb der Bevölkerung nicht mehr so ganz einfach ist wie damals. Jetzt ist es so, dass natürlich es trotzdem versucht wird. Auch in letzter Zeit haben wir immer mehr davon gehört, von ganz stark ethnisch gefärbten Diskursen, die bis jetzt, sage ich mal, nur in wirklich in Ansätzen, nur in Anführungsstrichen ist ein zynisches Wort, gefruchtet haben, aber im Prinzip sozusagen sich auch die breite Bevölkerung nach wie vor wirklich dagegen wehrt, sich nach diesen Kategorien mobilisieren zu lassen. Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass Ethnizität immer noch eine ganz große Rolle spielt, dass gerade angesichts der Tatsache, dass in den letzten 10 Jahren kaum was aufgearbeitet wurde, was im Bürgerkrieg passiert ist, aber auch weiter zurückgehend, was 1972 passiert ist, also massenhafte Massaker an quasi der gesamten Intelligenzia der Hutu wurden damals umgebracht oder ins Exil gezwungen und dass alle diese Events und diese Themen bis heute eigentlich unter den Tisch gekehrt waren und gedacht wurde, okay, mit Quoten haben wir das Problem erledigt. Ich würde gerne eine Frage an Bob Rogorica stellen, in Bezug auf das, was Frau Simons gerade gesagt hat, nämlich, dass in gewisser Weise eben doch versucht wird, so eine ethnische Komponente zu schüren. Und zwar ist es so, dass gerade der Präsident der Regierungspartei CNDD-FDD, aber auch der Senatspräsident immer wieder aufgefallen sind mit Diskursen, allerdings nicht auf Französisch, sondern auf Kirundi, in denen sie ganz stark auch diese Reizwörter benutzt haben, die auch schon bei früheren Massakern benutzt worden sind, die auch während des Völkermordes in Ruanda gefallen sind. Da geht es da um das Wort Arbeiten. Das aber tatsächlich dann eher benutzt wird im Sinne von wir beseitigen jemanden, der uns stört. Da würde ich Sie gerne fragen, Herr Rogorica, wie nehmen Sie das wahr? Ist das von der Regierung eine Taktik, diese ethnischen Trennlinien zu fördern? Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen und möchte auch den Organisatoren danken, dass ich hier dabei sein darf bei dieser sehr wichtigen Diskussion auf der Suche nach Lösungen für die Krise in Burundi. Ich möchte, bevor ich auf Ihre Frage antworten, vielleicht noch auf etwas zurückkommen. Auf etwas, was unser Freund der Afrikanischen Union, Herr Bamba, gesagt hat. Denn er hat die Situation in Burundi geschildert. Er hat eine Bilanz gezogen von dem, was passiert ist seit Beginn der Krise. Die Krise begann am 25. April mit der Ankündigung des Präsidenten, dass er eine dritte Amtszeit anstrebt, was gegen die Verfassung und gegen den Arusha-Vertrag geht. Und was die Zahlen anbelangt, die er genannt hat, da möchte ich gerne etwas hinzufügen. Die derzeitige Krise in Burundi ist nicht eine ethnische Krise, wie viele vielleicht denken, aber es ist eine ganz grundsätzlich politische Krise. Es ist eine ganz und gar politische Krise. Ein einziger Mensch möchte sich an der Macht halten und das möchte ich kurz erklären. Ich weiß nicht, ich habe hier gerade erfahren, dass auch der Botschafter von Burundi anwesend ist. Das ist für mich eine gute Sache.
Das wird auch sicherlich unsere Debatten befruchten. Er ist Zeuge, er weiß, dass diese Krise, die es in Burundi gibt, dass die schon anfing innerhalb der Regierungsreihen, der Parteireihen. Alle wissen, was da passiert ist. Es gab diese Kader der Parteien, das waren tatsächlich Mitkämpfer des Präsidenten, die mehrere Petitionen an ihn gerichtet haben, um ihn davon abzuhalten, eine dritte Amtszeit anzustreben. Denn selbst innerhalb der Regierungspartei, und das ist schon lange bevor er die dritte Amtszeit ankündigte, da gab es bereits schon eine Krise innerhalb der Regierungspartei selbst. Nicht, das ist nicht ein ethnischer Konflikt grundsätzlich gewesen. Und auch die Nachbarstaaten, die jetzt schon sich auch in diese Krise in gewisser Weise mit einbezogen wurden. Es gibt, und der Botschafter hat seinen Posten noch inne, also wird er sicherlich der Regierungspartei zugehören. Alle diejenigen, die diese Petition unterschrieben haben, haben ihren Posten verloren und mussten ins Exil gehen. Ich möchte hier eine kleine, nicht vollständige Liste geben. Das ist der Fall für den ehemaligen Vizepräsidenten der Republik. Er ist auch Hutu. Er hat dieselbe politische Ausrichtung wie der Präsident. Sie haben gemeinsam 10 Jahre den Burundi angeführt. Er gehört zu denjenigen, dass er hat dem Präsidenten gesagt, dass wenn sie eine Drittzeit anstreben, dann wird Burundi in eine Katastrophe fallen. Er ist jetzt im Exil. Der Präsident Burundis hat ihn ins Exil geschickt. Er war Mitglied der Regierung. Er gehörte zu den 5 großen Persönlichkeiten und der Botschafter ist da auch ein Zeuge, der wirklich die Regierungspartei anführten und das Land anführten. Und zwar, er gehörte zum Rat der Weisen. Der ehemalige Präsident des Parlaments, Mitglied derselben Regierungspartei des Präsidenten, aus derselben Ethnie, er ist ein Hutu, wie der Präsident und der auch der Berater des Präsidenten war. Wenn Sie wirklich weiterhin diese dritte Amtszeit anstreben, dann wird Burundi in ganz große Probleme bekommen. Er ist in Brüssel in Exil heutzutage. Und ich möchte darauf jetzt nicht mal zurückkommen, aber er war einer, der tatsächlich bei dem Präsidenten vorgesprochen hat. Es gab aber auch noch andere hohe Vertreter, die in den Untergrund gegangen sind. Das waren Generäle. Generäle, 10 Generäle, mehr als 10 Generäle sind im Exil, andere sind im Gefängnis. Sie sind nicht Tutsi, sie gehören nicht zu der anderen Ethnie, sie gehören zu den Hutus. Sie sind alle in den Untergrund gegangen. Sie waren mit dem Präsidenten im Untergrund und kämpften an seiner Seite. Und sie waren die Ersten, die gesagt haben, nein, eine dritte Amtszeit darf es nicht geben. Und das möchte ich Ihnen erklären, um Ihnen zu erklären, dass diese Krise wirklich eine grundsätzlich politische Krise ist, weil der Präsident Nkurunziza weiterhin an der Macht bleiben will. Und die Friedensverträge von Arusha sehen dies nicht vor und auch die Verfassung nicht. Es gab dieser Friedensvertrag von Arusha hat ja ein gewisses friedliches Zusammenleben zwischen den Ethnien geschaffen nach einem Krieg von 10 Jahren. Das möchte ich Ihnen sagen, weil ich wirklich darauf das betonen möchte, dass diese Krise wirklich eine rein politische Krise ist. Und unter den Unterstützern des Präsidenten sind viele dabei, jetzt aus dieser politischen Krise, dieser ursprünglich politischen Krise, eine ethnische Krise zu machen. Sie wollen tatsächlich ein bisschen den Dialog verlagern oder die Diskussion verlagern. Sie möchten jetzt
behelfsweise einen ethnischen Konflikt planen, um abzulenken von dieser politischen Krieg. Und sie haben also Strategien geplant, um hier abzulenken und an der Macht zu bleiben. Wenn man heute von der Anzahl der getöteten Menschen spricht, der 400 Menschen, die ihr Leben verloren haben, andere sprachen ja von 381 Menschen. Der Präsident der Republik mit seinem Umfeld wusste, dass bevor es zu dieser Krise kam, er die störenden Zeugen alle umbringen lassen musste oder dass diese verschwinden mussten. Und im Rahmen dieser Ankündigung des Präsidenten, für eine dritte Amtszeit weiterhin zu kandidieren, haben sie die Medien tatsächlich geschlossen. Ich bin Direktor einer unabhängigen Radiostation. Es war die größte Radiostation. Ich möchte später vielleicht noch mal auf die Medien zurückkommen, denn ich möchte gerne noch die Rolle der internationalen Gemeinschaft ansprechen. Und Frau Simons sagte ja auch, diese Krise war vorhersehbar. Politikerin ist und besonders sensibel auch ist für diese Probleme Burundis. Wieso hat man Nkurunziza eigentlich so lange machen lassen? Denn ich meine, es ist eigentlich schon seit 2010 ja so gewesen, dass die Opposition eingeschüchtert wurde, dass Journalisten verhaftet wurden. Es wurden Gesetze erlassen, die es den Journalisten schwerer machten zu arbeiten. Und dann kam eben die Ankündigung ja schon 2014. Ich werde 2015, möchte ich gerne nochmal als Präsident antreten. Und trotzdem ist eigentlich nichts passiert von Seiten der internationalen Gemeinschaft. Im Gegenteil. Es ist mir so zugetragen worden, eigentlich war es sogar so, dass man Nkurunziza hätte machen lassen, wenn es friedlich geblieben wäre. Dann hätte er ruhig seine dritte Amtszeit machen können. Also für diese konkrete Frage bin ich vielleicht nicht die richtige Person, weil ich bin ja Parlamentarierin und die Frage, was das Auswärtige Amt in der Zeit getan hat, ist sicher eine. Ich denke, man muss mal darauf hinweisen, dass ja die Diskussion um die dritte Amtszeit keine Besonderheit von Burundi ist. Es gibt ja auch andere Regierungschefs in der Region, wo ich finde, dass es international wirklich auch Beachtung finden muss, dass eben diese brüchigen Verfassungsverhandlungen nach den Jahren bis hin zum Völkermord in Ruanda, diese Verfassung eigentlich der Versuch waren, in der gesamten Region wieder zu einer Verständigung oder zu einer gemeinsamen Grundlage zu kommen. Ich war Anfang letzten Jahres zusammen mit der Parlamentariergruppe Östliches Afrika, waren wir in Burundi und haben dort viele Gespräche geführt. Unter anderem haben wir Bob Rugika im Gefängnis besucht und er ist dann auch zwei Tage später freigekommen. Aber wir haben mit allen... Er ist damals vielleicht nur ganz kurz, ja, für die, die es nicht wissen, er ist damals wegen unliebsamer Berichterstattung eingesperrt und verhaftet worden. Genau, daher kenne ich ihn sozusagen schon. Wir haben damals mit allen... eigentlich mit allen parlamentarischen Vertretungen im Parlament gesprochen und erstaunlicherweise in einem Punkt waren sich alle einig, dass gesagt wurde, diese ethnischen Spannungen stehen bei uns nicht im Vordergrund, also durch alle Beete bis auf eine einzelne Gruppe, die auch starke Kontakte in die Republik Kongo hat, aber alle anderen durchgehend haben gesagt, fühlen uns zunehmend als Burunder und wir haben auch das Gefühl, dass es in der Bevölkerung sich alle zunehmend als Burunder fühlen. Und das Zweite war, was uns, das fanden wir dann erstmal sehr beruhigend. Und die zweite Information, die wir dann bekamen, war, dass bis rein in die Regierungspartei alle dagegen waren, dass der Präsident eine dritte Amtszeit macht. Und das hat uns dann wieder etwas beunruhigt, weil nicht ganz klar war, wie aus dieser Situation man politisch herauskommen will. Wir haben daraufhin die Situation natürlich auch sehr genau beobachtet. Es gibt einen Antrag von uns, der ist ja schon kurz erwähnt worden,
den wir eingebracht haben. Es hat auch eine Debatte dazu gegeben im November letzten Jahres im Bundestag, weil ich bin auch persönlich der Überzeugung, dass es darum geht, dass man sehr frühzeitig in solchen Krisen oder in Situationen beobachtet und versucht, eben im Vorfeld durch Krisenprävention, aber auch durch diplomatische Mittel aller Art, solche Krisen zu entschärfen. Und deswegen ist eine der Forderungen, die auch in dem Antrag vorne anstehen, ist, dass es eine sehr starke Verantwortung der Region gibt. Und ich freue mich deswegen, auch wenn man jetzt sich vielleicht darüber streitet, wie weitgehend die Afrikanische Union gegangen ist, aber dass sich die Afrikanische Union als verantwortlich in der Region versteht und auch als Akteur anfängt aufzutreten. Das finde ich ist ein großer Vorteil, zum Beispiel gegenüber der Situation der 90er Jahre. In Ruanda gab es so viele externe Player, die Franzosen, die Amerikaner und die Briten. Ich kritisiere immer, dass Deutschland eine sehr viel stärkere Rolle hätte in der Krisenprävention übernehmen können. Aber jetzt haben wir tatsächlich eine starke regionale Komponente da drin, auch in der Frage, wie können wir dann diese Krise meistern. Und das finde ich sehr, sehr positiv und finde auch, dass man die AU dabei sehr stark unterstützen sollte. Das gleiche gilt auch für andere regionale Zusammenschlüsse wie die East African Community. Überall ist Burundi ein Teil und ich glaube, dass das auch die richtige Maßnahme ist, sich aus der kolonialen Vergangenheit zu lösen, wenn Krisenprävention gefragt wird und zu eigenständigen und angepassten Lösungen zu kommen. Es war ja in der Tat so, dass die Afrikanische Union tatsächlich sehr stark sich auch in der Krise in Burundi oder gegen die Krise in Burundi engagiert hat. Es war sogar die Idee entstanden, eine Truppe von 5000 Soldaten nach Burundi zu schicken, die eben dort einfach dafür sorgen sollten, auf dem Höhepunkt der Krise, dass weniger Morde, weniger Menschenrechtsverletzungen geschehen. Maprobu sollte diese Interventionstruppe heißen. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Hatten da einige afrikanische Staatschefs kalte Füße bekommen, dass sie, weil diese Maprobu-Truppe gegen den Willen der burundischen Regierung nach Burundi geschickt worden wäre, haben da einige Staatschefs kalte Füße bekommen, dass ihnen das auch mal passieren könnte? Herr Bamba? Herzlichen Dank. Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft in Bezug auf diese Krise in Burundi eingehen. Hat die internationale Gemeinschaft nicht genug getan, um der Verschlechterung der Situation vorzubeugen? Die Akteure, auf bilateraler Ebene, unter den Ländern, mit Deutschland beispielsweise, aber auch mit regionalen Partnern in der Region selbst, aber auch im Lande selbst. Unsere kontinentale Organisation hat sich sehr stark engagiert für die Prävention. Die Kommissarin für den Frieden und die Kommissarin für die Afrikanische Union sind gekommen und haben dort die Bevölkerung und den Präsidenten der Republik getroffen, damit die burundischen Akteure wieder zu einem Dialog finden, um eine Öffnung, eine politische Öffnung wieder zu ermöglichen, sodass Wahlen stattfinden können unter normalen Bedingungen. Der Sicherheitsrat hat ebenfalls interveniert. Sie sprachen eben von einer bewaffneten Truppe von 5000 Soldaten, die aber leider nicht vor Ort hingeschickt wurde. Aber der Sicherheitsrat hat auch beschlossen, militärische Beobachter und Menschenrechtsbeobachter dorthin zu schicken. Das ist auch passiert. Für Burundi wurde das in Addis Abeba tatsächlich eigentlich beschlossen, dass 5000 Soldaten dorthin geschickt werden, um weitere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und Tötungen zu verhindern. In Bujumbura gab es mehrere Ausschreitungen am 10. und 11. Dezember.
bewaffneter Truppen und da gab es mehrere Tote innerhalb der Bevölkerung, die nichts damit zu tun hatte. Und es gab auch Erklärungen. Die Regierungspartei, die CND, FDD, die auch dazu geführt hatte, dass die Sicherheitslage sich weiterhin verschlechtert hatte. Die Situation musste getroffen, die Entscheidung musste getroffen werden anlässlich dessen letzten Gipfels im Januar 2016 der Afrikanischen Union. Aber das Treffen des Sicherheitsrates am 29. Januar ging zu Ende damit, dass tatsächlich es zu keiner Entscheidung kam. Es gab keine Entsendung der 5000 Soldaten nach Burundi. Vielleicht war das ein bisschen zu früh und haben die gesagt, also es gab eine Solidarität auch unter den Regierungschefs anderer Länder. Solidarität in dieser Notsituation. Mehrere Staats- und Chefs waren dagegen und innerhalb der Afrikanischen Union gibt es kein Wahlsystem. Das heißt, wenn ein Repräsident Nein sagt, dann ist alles blockiert. Denn so wurden dann auch keine Truppen nach Burundi geschickt. Alessi. Jetzt soll es stattdessen eine Polizeimission der UNO geben. Das hatte ich vorhin angedeutet, das hat der Sicherheitsrat am vergangenen Freitag beschlossen. Bevor ich Sie noch mal dazu befrage, würde ich gerne noch mal Bob Rugurika dazu befragen, was Sie von dieser Entscheidung des UN-Sicherheitsrates halten, eine Polizeitruppe nach Burundi zu schicken, die da nach dem Rechten schaut. Die Opposition in Burundi ist eher dagegen. Aber sagen Sie uns, was Sie davon halten. In der Tat, wie Sie es sagen, viele Burunder und viele Akteure zur Stabilisierung des Burundi hatten gehofft, dass wirklich 5000 Soldaten entsendet werden nach Burundi. Und wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nun diese Entscheidung getroffen hat und diese Resolution in Frankreich eingebracht wurde, sodass eine Polizeitruppe nach Burundi geschickt werden, aber das sind nur etwa 100 oder das hat Frankreich so eingebracht, die nach Burundi geschickt werden soll. Und erste Reaktionen, die wir erlebt haben, die burundische Regierung war damit einverstanden. Das war etwas erstaunlich, denn wir dachten, dass es eine wilde Abwehr geben würde, was ausländische Truppen in Burundi anbelangt würde. Die Opposition, die politische Opposition, innerhalb der Plattform, der Oppositionsplattform, der CENARET, ist ein Partner und ein Akteur für den burundischen Dialog, an dem man nicht vorbeikommt, ist gegen diese Resolution. Ich glaube, dass nicht alles verloren ist und auch noch nicht das letzte Wort hier gesprochen wurde, denn diese Resolution ist ja gewählt worden, angenommen worden, und das müssen Sie auch so verstehen. Die Besonderheit ist bei dieser Resolution ist, es ist relativ selten, dass die Franzosen eine solche Resolution einbringen und dass es ein Zögern gibt von Seiten Amerikas zu dieser Revolution. Sie fanden, dass diese Resolution etwas ambivalent ist und vielleicht zu vage. Die Franzosen hätten einige Bestimmungen dann wieder rausgenommen, Bestimmungen, die Amerikaner gewollt hätten, also wollten, dass diese zurückgenommen werden. Also diese Resolution ist nun angenommen worden, das war am Freitag, an diesem Freitag, vergangenen Freitag, und diese Resolution ist gibt den Generalsekretär
noch 15 Tage Zeit, die burundische Regierung und den die burundische Regierung zu Konsultationen, also Konsultationen zu ermöglichen. Die Opposition und die politischen Parteien innerhalb der Opposition, aber auch der Zivilgesellschaft. Ich glaube, dass diese Resolution noch einmal überarbeitet werden wird. Und ich hoffe auch, dass diese Resolution nicht Anwendung finden wird. Und das sehe ich so strikt, weil es schon diese Reaktion gegeben hat innerhalb von Burundi. Und es wäre, also wenn so ein paar 10 Polizeibeamte dorthin geschickt werden, sie haben ein Dutzend soll nur dorthin geschickt werden und keine Hundertschaft, also vielleicht 20 oder 30, das hat er tatsächlich innerhalb eines Interviews gesagt am Ende der Sitzung. Und ich hoffe also, dass diese Resolution nochmal überarbeitet wird und dass die Vereinten Nationen dann tatsächlich diese Polizisten dorthin entsenden. Das wird nicht viel helfen, aber ich glaube, dass die Vereinten Nationen das Feuer noch geschürt haben werden, innerhalb der Opposition mit den Kommuniqués, die ausgegeben wurden. Die Cenaret war schon dagegen und hat ein großer Teil der Opposition war schon gegen diese Entsendung der Polizeitruppen. Das darf man nicht vergessen. Das sind bewaffnete Leute, die dorthin geschickt werden. Wir haben schon 2 Rebellenorganisationen. Das habe ich heute Nachmittag gesehen. Sie haben Pressemeldungen ausgegeben, in denen sie sagen, dass sie gegen diese Resolution sind. Und wenn diese Resolution angewendet werden würde und diese Polizisten ins Land geschickt werden, dann würden sie alles tun, um das burundische Volk wirklich zu ermutigen, dagegen auf die Straße zu gehen. Das wird also zu überhaupt nichts führen, diese Resolution. Und deswegen wird das wirklich nicht befriedigend sein für die meisten Akteure zur Stabilisierung Burundis. Und das ist das, was ich selbst denke. Ich glaube, das ist eine Resolution, die nicht angewendet werden wird. Noch mal einmal über die Opposition sprechen, denn es ist hier ja schon angeklungen, die Opposition ist also auch nicht ausschließlich eine friedliche Opposition. Frau Simons, vielleicht die Frage an Sie. Es gibt eben tatsächlich bestimmte Fraktionen der Opposition, die sich bewaffnet haben. Es gibt ein mysteriöses Bündnis, das sich Red Tabara nennt. Dann gibt es Frodebu. Vielleicht können Sie uns einfach kurz erklären, wer sind diese Leute und welche in Anführungsstrichen Chancen hätten die, das Regime zu stürzen? Ja, Sie sprachen es bereits an, die 2 wichtigen Rebellionen, die sich gerade formiert haben oder sozusagen selbst deklariert haben, dass sie jetzt den bewaffneten Kampf gegen die Regierung aufnehmen, sind die beiden, die Sie gerade genannt haben. Jetzt ist es so, dass die erste, es ist sehr schwierig, Informationen über die Gruppen zu beschaffen, das sage ich gleich von vorne hinein. Viel ist Spekulation, viel sind sozusagen verschiedene Aussagen auch von Nichtbeteiligten, dann gibt es ein paar offizielle Deklarationen, wo aber auch nicht ganz klar ist, wer genau dahinter steht, also das nur sozusagen als einleitendes Statement. Jetzt ist es so, das Erstere, die Sie genannt haben, mit einem der sozusagen am Putsch Beteiligten oder hauptsächlich am Putsch Beteiligten ehemaligen Generäle der burundischen Armee, also von diesem angeblich geleitet wird, Niyombare, der mysteriöserweise übrigens nach dem Putsch entkommen konnte, nie festgenommen wurde, im Gegensatz zu anderen hohen Putschisten. Also der Putsch nochmal zur Erinnerung im Mai letzten Jahres, der sozusagen zunächst auf privaten Radiosendern deklariert wurde, dann gab es 2 Tage lang Kämpfe und dann wurde sozusagen der Putsch als offiziell niedergeschlagen, auch von den Putschisten anerkannt. Und vielleicht ganz kleine, ganz kurze Klammer, ja. Deswegen wurde eben auch dann unter anderem das genau, Radio von Bukubika zerstört, RPA. Geschlossen bzw. tatsächlich physisch zerstört. Jetzt ist es so, dass Niyombare als der Kopf der Putschisten
gefasst wurde. Da haben sich jetzt viele lange Zeit Gedanken darüber gemacht, wie kann es sein, dass dieser Mensch einfach so verschwindet. Da gab es dann viele Spekulationen auch, inwiefern der vielleicht eigentlich das, sozusagen dieser Putsch auch ein Stück weit irgendwie gar nicht ernst gemeint war und so weiter und so fort. Jedenfalls ist Niambaré wird jetzt assoziiert mit einer der Rebellengruppen. Jetzt ist es so, dass das Interessante an dieser Gruppe ist, dass sie von der Regierung nicht besonders ernst genommen werden, obwohl da sehr, sehr hohe Tiere vom Militär scheinbar dabei sind. Und das ist ganz interessant, hier ist ein E-Paper ausgelegt, was ich nur einem empfehlen kann, wo das auch nochmal ein Stück weit analysiert wird. Das ist eine ganz, ganz ähnliche Dynamik, die es gab damals, als die jetzige Regierung sich als Rebellenbewegung formiert hat, in den Anfang der 90er Jahre. Also eine kleine Gruppe, wenig Ressourcen, nicht groß ernst genommen, aber eben sehr, sehr einflussreiche Militärs, die desertiert sind oder eben ins Exil oder wie auch immer in den Untergrund gezwungen wurde. Und insofern muss man diese Gruppe, denke ich, durchaus ernst nehmen, auch wenn sie momentan noch nicht groß aktiv geworden ist. Jetzt Red Tabara ist tatsächlich ein mysteriöses Bündnis eines ganz, ganz jungen, also sozusagen jetzt wurde vor kurzem öffentlich gemacht, wer der angebliche Anführer ist, ein sehr, sehr junger, bis jetzt auf dem politischen Plan noch nicht vorgekommener Mensch. Bei Red Tabara ist es jetzt so, dass die sehr, sehr stark mit dem MSD assoziiert werden, einer Partei der Opposition, die sich in den letzten Jahren besonders hervorgetan hat, als besonders stark und auch mit viel Zulauf aus der Bevölkerung, die eben mit einem gewissen Alexis Sindujice in Verbindung steht, der wiederum momentan Teil des Senaret-Bündnisses im Exil ist und eben auch, jetzt kommt wieder die Verbindung hier aufs Podium, die RPA damals mitgegründet hat. Und da ist es sozusagen jetzt die Strategie auch der Regierung zu sagen, das sind eigentlich die bewaffneten Arme der politischen Opposition im Exil. Jetzt ist es so, dass Alexis längst gesagt hat, stimmt nicht. Also genau, in einem Interview mit der Deutschen Welle hat er gesagt, nein, ich bin gar nicht Kopf dieser Rebellion. Wenn ich das wirklich machen würde, dann würde ich das doch offen sagen. Gut, genau, beziehungsweise sagt, aber es ist gut, dass es die gibt, weil die machen uns quasi den Weg frei. Also es ist so ein bisschen ambivalent auch, inwieweit quasi die politische Opposition mit der bewaffneten Opposition in Verbindung steht. Ich glaube persönlich, dass die Verbindungen weniger stark sind, als angenommen wird. Was überhaupt ein Phänomen ist, auch in den ganzen Protesten und sozusagen der ganzen Oppositionsbewegung des letzten Jahres, dass da sehr, sehr viel immer in einen Topf geschmissen wird, wo man ganz klar wirklich auch ein bisschen trennen muss. Also wir haben die politische Opposition, die es auch schon seit mehreren Jahren gibt. Wir haben die Rebellengruppen, die sich jetzt gerade formieren. Wir haben die Leute, die viel auf der Straße waren und tatsächlich aktiv auch gewaltsam Proteste, also sozusagen Steine geworfen haben im übertragenen Sinne. Dann haben wir auch die Zivilgesellschaft und die politische Opposition, die zum Großteil friedlich demonstriert haben. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Akteure, wo sehr, sehr schwer herauszufinden ist, wer da eigentlich mit wem zusammenhängt beziehungsweise Einfluss hat oder gerne Einfluss hätte. Und das ist sozusagen nicht immer die jetzt zum Beispiel, so sei es jetzt im Senaret, in der Senaret-Bewegung beziehungsweise auch auf den sozialen Medien, Twitter, Facebook und so weiter, am lautesten sind und am präsentesten sind, nicht unbedingt diejenigen sind, die die Leute on the ground beeinflussen, beziehungsweise direkt beeinflussen. Ideologisch sicherlich ein Stück weit, aber eben direkt beeinflussen. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, das alles in einen Topf zu schmeißen. Aber wie ich anfangs gesagt habe, ist es extrem schwierig, Informationen darüber zu finden, was natürlich auch in der Natur der Sache liegt. Eine sich gerade formierende Rebellenorganisation ist sehr vorsichtig damit, Informationen über ihre Zusammensetzungsstrategie, Aufenthaltsorte und so weiter preiszugeben. Von daher muss das Phänomen tatsächlich beobachtet werden, aber ich gehe doch stark davon aus, dass man diese Gruppen ernst nehmen muss, dass man auch das ernst nehmen muss, dass es 250.000 Flüchtlinge in den umliegenden Ländern gibt, die natürlich nicht alle bereit sind, zur Waffe zu greifen, aber einfach ein sehr, sehr empfängliches Mobilisierungspublikum für bewaffnete Gewalt, sage ich mal vorsichtig. Und insofern, wie auch schon auf dem Podium gesagt wurde, da formiert sich gerade was. Und auch wenn es jetzt gerade sehr ruhig im Land ist, heißt es noch lange nicht, dass es auf Dauer so bleibt. Und dass also ohne eine politische Lösung das sicherlich in den nächsten Jahren hochexplosiv auch wird, also auch mit den Entwicklungen der umliegenden Länder. Wir haben überall Wahlen jetzt und so weiter. Also das ist die ganze Region ist historisch davon geprägt, dass sich immer Rebellenbewegung, bewaffnete Bewegung im einen Land übers andere ausgebreitet, formiert,
organisiert haben und dass sehr, sehr viel immer auch über die Grenzen ging. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein momentan und das sehr, sehr genau beobachten, was da passiert. Mhm. Herr Rugurika, Sie sind ja auch selbst Journalist und beobachten natürlich die Situation in Burundi auch. Wie ernst kann man denn die, ich nenne sie jetzt mal, friedliche Opposition nehmen? Frau Simons sprach es an, den CNARET, andere Leute sagen auch den CNARET, also ein Zusammenschluss von Organisationen der Zivilgesellschaft und der Opposition, die aber mal mehr, mal weniger in Erscheinung tritt. Wie ernst kann man die nehmen und was müsste passieren, damit es tatsächlich einen Dialog geben kann zwischen Opposition und Regierung? Herzlichen Dank. Ich glaube, damit es einen Dialog gibt, da braucht es erstmal einen Willen von allen Akteuren, die an diesem Dialog auch teilnehmen müssten. Was wir derzeit feststellen, die Opposition ist wirklich sehr aufgeregt. Sie sind ungeduldig geworden angesichts dieses Dialogs. Aber die Regierung bleibt widerspenstig. Das ist eine der seltenen Regierungen weltweit, die ich erlebt habe, die wirklich einer katastrophalen Situation sind aktuell. Die Leute sind gerade dabei, ein bisschen die Situation in Burundi ein bisschen gering zu schätzen. Noch ist die Katastrophe nicht komplett und ausgebrochen, aber muss es erst zu einem großen Zusammenbruch kommen und zu einem Genozid wie in Ruanda, muss die burundische Krise derart erstmal ausarten? Und das ist eine Frage, die ich mir hier wirklich stelle. Ich glaube, dass von Seiten der Regierung es wirklich nicht diesen Willen gibt. Das sagen sie ständig. Das sagt die Regierung ständig. Wir haben ja schon einen interburundischen Dialog schon eingeführt und sie organisieren das doch. Aber man weiß gar nicht, wer an diesem Dialog eigentlich teilnimmt oder teilnehmen soll nach Wunsch der Regierung. Die meisten Oppositionellen sind häufig im Exil. Diese 10 Generäle und ehemaligen Mitstreiter von Nkurunziza, das sind diese Leute, mit denen eigentlich zu sprechen wäre. Stellen Sie sich doch mal vor, das muss man sich mal wirklich vorstellen, ein Land, das in denen es eine Opposition gibt, 10 verschiedene Parteien und alle 10 Verantwortlichen sind im Exil. Das sind alles. Und die Vorsitzenden dieser Opposition sind alle im Exil. Und seltsamerweise werden sie alle auch strafrechtlich verfolgt. Stellen Sie sich doch einmal diese Justiz vor. Das heißt, die Regierung ist gerade dabei, wir sind gerade dabei, einen interburundischen Dialog zu organisieren. Sie haben sogar eine Kommission einberufen, stellen Sie sich vor, eine nationale Kommission des interburundischen Dialogs, die CNDI. Jeder lacht darüber, auch im Milieu der Diplomaten. Alle fragen sich, was ist denn das? Was soll das für ein Dialog sein? Denn eigentlich sind ja die Oppositionellen alle im Ausland. Also alle diejenigen, die der Zivilgesellschaft angehören und diese anleiten, die operieren vom Ausland aus. Auch die Radiostationen sind von loyalistischen Kräften zerstört worden. Das sind Militärs, das sind Polizisten, die loyal sich zu Nkurunziza halten, die haben die öffentlichen Sender zerstört und die privaten Sender zerstört. Ich glaube, dass es nicht wirklich einen Dialog gibt, die Regierung sagt es zwar immer, aber in Wahrheit gibt es gar nicht diesen Dialog. Es gibt nämlich nicht diesen Willen. Die Regierung hat gerade eine Lehre erteilt bekommen von der Europäischen Union. Alle finanziellen Hilfen sind eingestellt. Nicht alles, aber ich spreche hier von der Regierung.
Das heißt, die Europäische Union hat Hilfsgelder für Burundi ausgegeben zugunsten der Ärmsten in Burundi, für die Zivilgesellschaft, für humanitäre Zwecke. Aber die burundische Regierung wird darunter leiden. Und einige Monate nach dieser Entscheidung hat die Regierung ist gerade dabei, nun tatsächlich Bettelbriefe zu schreiben und bittet um Gelder bei Investoren. Es gibt Polizeieinheiten, die inzwischen an Privatbanken schreiben, um ihnen zu sagen, helfen Sie uns, seien Sie unser Sponsor für 4 Millionen Burundi. Das sind burundische Francs, das sind ganz wenige Euros eigentlich. Das brauchen sie, um tatsächlich Benzin zu kaufen, um ihre Fahrzeuge, ihre Fahrzeugflotte noch betreiben zu können. Das heißt, die Regierung kann nicht hier von einem Dialog sprechen. Warum verweigert die Regierung diesen Dialog? Würde so ein Dialog stattfinden und wenn er zu einem Erfolg führen würde, dann würde die Regierung demystifiziert werden. Das heißt, dann würden alle Verbrechen dieser Regierung offen zutage liegen. Es gab noch keine unabhängigen Ermittlungen. Man ist gerade dabei, man hat es sicher gesehen bei einigen. Es gibt Massengräber in Burundi. Da wurden massenhaft Zivilisten umgebracht und da möchte natürlich die Regierung keine unabhängigen Ermittlungen erlauben auf dem eigenen Staatsgebiet. Das erfinde ich jetzt nicht. Davon haben Sie sicherlich schon reden hören. Tom Malensky, war zwei Tage der Staatssekretär. Der amerikanische Staatssekretär war in Burundi und hat das ja offen gesagt. Aber die Regierung wird hier nicht akzeptieren, dass es einen Dialog gibt. Denn dann müsste es ja auch unabhängige Ermittlungen geben. Und dann würde man feststellen, dass die Regierung einen Genozid begangen hat. Oder vielleicht kein Genozid, aber Massentötungen vorgenommen haben. Und das ist der Grund dafür, warum es keinen Dialog mit der Opposition, warum es keinen Dialog mit der Regierung und der Opposition geben soll, von Seiten der Regierung, ist das also Unerwünscht. Unsere westlichen Freunde, sie müssen wissen, wir haben wirklich hier ein großes Problem. Sie interpretieren die Situation in Burundi mit einer westlichen Lesart. Sie schauen sich die Funktionsfähigkeit ihrer eigenen Regierung an, aber so funktionieren unsere Regierungen überhaupt nicht. Aber gleichzeitig ist ja auch die Afrikanische Union, die sagt, es gibt hier ein Fehlverhalten oder einen Missstand und es bräuchte einen Dialog in Burundi, einen inklusiven Dialog, aber der sollte doch eher außerhalb von Burundi stattfinden, damit tatsächlich alle Konfliktparteien an einen Tisch gebeten werden können. Genau. Wir meinen nämlich, dass ein glaubwürdiger Dialog kann im Moment in Burundi selbst nicht stattfinden. Aus Sicherheitsgründen, denn alle politischen Akteure, die sind tatsächlich von der Opposition aus gesehen, alle im Exil und außerhalb Burundis. Sie wissen sehr wohl, dass es Haftbefehle gibt gegen die meisten dieser Hauptakteure. Und sie können also nicht nach Burundi reisen, um an einem Dialog teilzunehmen, an einem glaubhaften Dialog. Ein inklusiver Dialog muss außerhalb von Burundi stattfinden, damit alle auch wirklich daran teilnehmen können. Aber leider möchte die Regierung diese Forderung nicht erfüllen. Babu Gurika hat das gesagt, es gibt von Seiten der Regierung die Botschaft, dass es eine Kommission, dass jetzt eine Kommission einberufen wird für den Dialog. Aber es gibt da große Vorbehalte, denn diese Kommission für den Dialog kann nicht alle
Akteure nicht an einen Tisch bringen und kann deshalb nicht glaubhaft arbeiten. Und in Wahrheit ist das nur ein Monolog, was da stattfindet und kein Dialog. Die meisten Oppositionellen und die meisten Oppositionellen können eben nicht an diesem Dialog teilnehmen. Und diese Kommission ist so groß, sodass wir nicht glauben, dass diese Kommission wirklich zu einem guten Ergebnis, die Dinge zu einem guten Ergebnis führen kann. Es gibt eine Initiative der Ostafrikanischen Gemeinschaft und da gibt es ja das Prinzip der Subsidiarität mit den lokalen Behörden. Diese Dialoge werden finanziell und aus und was die Vertreter anbelangt, da wurden die ersten Initiativen 150.000 Dollar wurden von Seiten der Ostafrikanischen Union zur Verfügung gestellt für diesen Dialog. Museveni, der Präsident Museveni, hat einen Konsolidierungsfonds aufgelegt, damit es hier zu einer Stabilität in Burundi kommt. Am 25. und 26. Februar gab es eine hohe Delegation der Staats- und Regierungschefs der Regionen Afrikas, der fünf großen Regionen Afrikas. Und sie baten tatsächlich Nkurunziza an diesem Dialog teilzunehmen, denn dieser inklusive Dialog muss stattfinden und zwar ohne Vorbehalte und ohne Vorbedingungen. Es wird also einigen Druck, der derzeit ausgeübt wird. Die Europäische Union hat ihre Hilfsgelder ausgesetzt. Es gibt auch die Möglichkeiten, noch weiter zu diskutieren. Wir überlegen tatsächlich, dass burundische Soldaten in Friedensmissionen, da versuchen wir, diese direkt finanzieren können, dass sie nicht mehr über die Regierung bezahlt werden, sondern dass sie direkt ihre Gehälter bekommen, diese Friedenssoldaten. Normalerweise geht das über die Regierung und es gibt Fonds für die Logistik, den der Burundi seinen Streitkräften zur Verfügung stellt. Und hier wollen wir tatsächlich den burundischen Militär direkt diese Gelder ausschütten und nicht mehr über die Zentralbank. Also es gibt Druckmittel, die hier angewendet werden. Wir hoffen damit, die Regierung dann an den Tisch, an den Verhandlungstisch zu bringen. Die Vereinten Nationen hat Resolutionen aufgelegt und die letzte Resolution hat genau festgelegt, dass dieser Dialog mit allen Akteuren stattfinden muss, allen politischen Akteuren in Burundi, damit man zu einer friedlichen Lösung in Burundi kommt. Das ist für die Afrikanische Union befriedigend, denn die vorherige Resolution, die 2248, hatte ja vorgesehen, dass die Regierung einen Dialog führen muss mit den friedlichen Akteuren in Burundi, also Peaceful Stakeholders. Und da haben alle gleich gesagt, auch all diejenigen, die sich bewaffnet haben, die Putschisten, alle diejenigen, die dagegen waren, die werden an diesem Dialog nicht teilnehmen. Und da hat die Regierung, die Regierung eine Interpretation angeeignet, die doch sehr eng war. Und damit werden wir natürlich einverstanden innerhalb der Afrikanischen Union. Und ein Dialog kann nur stattfinden mit einem Dialog, der außerhalb Burundi stattfinden muss, mit allen Akteuren in der Opposition. Eine Lösung hätten jetzt angesprochen, also es muss auf jeden Fall einen inklusiven Dialog geben. Es muss vielleicht auch ein bisschen Druck auf die burundische Regierung geben. Ich wüsste jetzt gerne nochmal vor Ihnen, Frau Schulz-Asche, wie kann sich denn Deutschland da einbringen? Deutschland war immer ein enger Partner von Burundi. Wie kann sich Deutschland jetzt einbringen, um eben zu einer friedlichen Lösung zu finden?
Also ich denke, dass man tatsächlich versuchen sollte, zusammen mit der Afrikanischen Union eben auch Druck auf die Regierung auszuüben, weil die Situation ist ja gut beschrieben, die wir jetzt haben. Sie haben es als Ruhe bezeichnet, aber die Frage ist, ist es eigentlich eine Ruhe, die zum Frieden führt, oder ist es die Ruhe vor dem Sturm? Und in der Situation befinden wir uns. Wir haben in den letzten, praktisch seit dem April letzten Jahres gesehen, dass durch die Regierung moderate Kräfte aus dem Land gedrängt sind. Die Zivilgesellschaft, die Engagierte ist nicht mehr im Land, und das ist natürlich eine Situation, wo ganz klar ist, dass die Regierung alleine, mit wem auch immer sie den Dialog führen wird, das nicht zielführend sein wird. Und von daher glaube ich, ist es eine große Aufgabe, regional die Kräfte zu stärken, die sich um Frieden bemühen. Wie gesagt, da sehe ich die Afrikanische Union in einer sehr großen Rolle, sehr viel stärker, und finde auch, dass wir das unterstützen sollten, wenn versucht wird, militärisch, also mit auch durchaus mit militärischen Mitteln zu versuchen, vor Ort erstmal auch für Sicherheit zu sorgen. Die zweite Ebene, die ich finde, die man nicht vergessen darf, ist, dass natürlich die Frage ist, wer sind eigentlich diejenigen, die den jetzt noch amtierenden Präsidenten eigentlich unterstützen? Wir haben gehört, die Militärs sind weg, die mit ihm verbündet waren. Teile seiner Partei sind nicht da. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass es durchaus auch eine paramilitärische Organisation gibt, die durchaus aus dem Kongo gespeist wird, auch mit Waffen, mit Training. Das heißt, wir haben jetzt auch mit einem regionalen Problem zu tun, auch was die Gewalt angeht und was die auch dort dann mit der Gefahr der Ethnisierung, weil der FDLR im Kongo natürlich auch involviert ist in solche Konflikte. Und wir haben in der gesamten Region natürlich das Problem der großen Seen, nämlich die Frage des Zugangs zu Bodenschätzen. Und das gilt und auch bestimmten Familien oder bestimmten Clans mit Zugang zu Bodenschätzen. Und auch das spielt natürlich eine Rolle in der Frage, wer finanziert eigentlich was. Und von daher, glaube ich, muss es eine regionale Lösung geben. Da ist die Afrikanische Union gefragt und verdient auch mehr Unterstützung. Ich denke, dass Deutschland öfter, und das hatten wir ja auch versucht mit dem Ruanda-Antrag, den wir letztes Jahr, der leider gescheitert ist, der jetzt demnächst abgelehnt wird, wo wir versucht haben, einfach mal aufzuzeichnen, was Deutschland eigentlich im Vorfeld des Völkermords in Ruanda hätte tun können, in einer besonderen Rolle, um dort sehr viel stärker dazu beizutragen, dass es gar nicht so weit kommt. Dieser Antrag findet leider keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Warum, kann sich jeder denken. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Deutschland eine große Akzeptanz in der Region hat, vielleicht weil sie auch Kolonialherren lange vor den anderen waren, von daher eine große Akzeptanz hat. Und ich glaube, dass wir insgesamt diese Rolle auch als Sprecher oder als Unterstützer von friedlichen Lösungen für alle Seiten durchaus sehr viel stärker einnehmen könnten. Aber dazu müssten wir vielleicht auch mal aus der Vergangenheit lernen. Im Moment, glaube ich, ist das Problem, dass Burundi hinter anderen außenpolitischen Krisen gar nicht im Fokus steht. Ich glaube, dass im Moment die Frage Terrorbekämpfung, Fluchtursachen, und zwar nicht aus Burundi raus, sondern aus anderen Regionen, eine viel größere internationale Rolle spielt. Und das ist das Schlimmste, was der friedlichen Lösung in Burundi passieren kann, weil 1994, als der Völkermord in Ruanda losging, da guckte alles nach Südafrika und die Machtübernahme von Mandela. Und das kann man auch verstehen, die Öffentlichkeit guckte woanders hin, und in solchen Situationen sind solche, die Ruhe, deswegen befürchte ich, dass es die Ruhe vorm Sturm ist, und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt Dialogformen zu finden. Ich finde, dass die AU auf einem guten Weg ist und hoffe, dass sie konsequenter ihre Beschlüsse auch bereit ist, dann umzusetzen. Ich würde gerne eine letzte, etwas provokative Frage an Sie alle vier stellen. Ich würde Sie allerdings bitten, mit einem einzigen Satz darauf zu antworten, damit wir auch wirklich langsam zum Schluss hier auf dem Podium kommen können, da ich sicher bin, dass das Publikum auch noch viele Fragen hat. Ich würde gerne wissen, ein Ausweg aus der Krise, ist er nur ohne den Präsidenten Nkurunziza möglich oder auch mit ihm? Jetzt trifft es leider Frau Simon Sie als Erste. Ja, Wissenschaftler lieben ja diese Einsatzfragen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, ich mach mal provokativ zurück, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine relevante Frage ist. Ich lasse es dabei. Okay. Also ob die Person Nkurunziza die relevante Größe ist, über die wir hier sprechen.
Ich möchte als Journalist hier sprechen, direkter Zeuge der Krise in Burundi, aber gleichzeitig auch als Opfer dieser Krise. Denn ich bin nicht nur im Exil vom Präsidenten und seinem Team. Sie haben alles zerstört, was wirklich wertvoll war. Unsere Radiostation beispielsweise. Nkurunziza ist selbst das Problem in dieser burundischen Krise. Und ich denke, um zu einer Lösung zu kommen, muss das Problem selbst ausgemerzt werden. Es wird keine Lösung mit Nkurunziza in dieser Krise geben. Ganz ehrlich. Ja, das ist eine schwierige Frage. Was ich sagen kann, ist, dass die Lösung von den Burundern selbst entwickelt werden muss. Wenn die Burunder meinen, dass die Lösung nur über die Entfernung von Nkurunziza geschehen kann, dann müssen sie es selbst entscheiden. Und die internationale Gemeinschaft muss dem entsprechen. Auch die Afrikanische Union wird dem entsprechen. Aber wenn die Burunder sagen, es kann einen Frieden geben, auch mit dem derzeitigen Präsidenten, dann werden wir uns dem nicht widersetzen. Man kann nicht sagen, diese Person muss gehen, die darf bleiben, sondern das muss das burundische Volk selbst entscheiden. Ich befürworte den Vorschlag der Afrikanischen Union, dass man jetzt in Verhandlungen geht, und zwar außerhalb von Burundi, um tatsächlich allen Akteuren die Möglichkeit zu geben, sich an den Verhandlungen zu beteiligen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt verhandeln zu können. Und zu so einem Anfang einer Verhandlung kommt man nur, indem man den jetzigen Präsidenten dabei hat. Anders sehe ich das gar nicht, sonst wird er es verweigern. Und von daher die Logik heißt alle an einen Tisch. Das ist die Situation, die wir im Moment haben. Und dann gebe ich Herrn Bama völlig recht. Dann wird diese Konferenz wird entscheiden, ob eine friedliche Lösung mit oder ohne Präsident möglich ist. Und das wird schwer, weil, wie ist ja auch gerade schon geschildert worden, welche Verletzungen jetzt schon vorliegen. Aber ich glaube, dass man braucht ja erstmal überhaupt einen Anfang, um in eine Gesprächssituation überhaupt wieder zu kommen. Die jetzige Situation ist keine Gesprächssituation, egal wie man verschiedene Kommissionen nennt. Das ist ein Monolog der einer Regierung mit sich selbst. Und wenn man tatsächlich meint, dass man, und ich glaube, dass es notwendig ist für einen Friedensprozess, dass man eine friedliche Lösung braucht, dann muss man zunächst anfangen, mit allen zu sprechen. So wie die Regierung ja auch im Moment mit dem Präsidenten sprechen, braucht man eine Plattform, und diese Plattform muss Entscheidungen treffen, muss Vorschläge entwickeln, und dann wird es, glaube ich, auch eine Lösung geben, die entweder mit oder ohne ihn, wie gesagt, bei der Entwicklung im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr, sie ist eher schwierig an mit ihm, aber den Versuch, erstmal überhaupt in eine Gesprächsebene zu kommen, die steht im Moment im Vordergrund. Mhm. Okay, vielen Dank, dass Sie alle mitgemacht haben bei der schwierigen Frage. Ich weiß, dass es viele Themen gibt, die wir jetzt bislang noch nicht angesprochen haben. Die Rolle der Medien, die Rolle der AMISOM-Mission in Somalia, die viele burundische Soldaten hat, die Sanktionen der EU sind auch nur angeklungen. Aber vielleicht haben viele von Ihnen jetzt ja auch Fragen, die diese Themen noch berühren. Der Herr hier vorne. Wir brauchen wahrscheinlich ein Mikro jetzt. Ah, da kommt eins. Oh, von der anderen Seite auch. Ja, ich habe zwei Fragen. Ich möchte gerne wissen, ob nicht außer Deutschland die Bundesrepublik auch nur Frankreich für diese Region Burundi mehr tun könnte. Und was könnte die Kirche in Burundi tun? Entweder gegen gegen Nkurunziza oder für Nkurunziza, dass er noch bleibt. Mhm. Haben Sie eine bestimmte Person, an den Sie die Frage richten müssen? An das ganze Podium. An das ganze Panel, okay. Ich würde vielleicht sagen, ich glaube, Frau Simon, Sie können vielleicht was dazu sagen, auch zur Rolle der Kirche, die sich ja bereits auch geäußert hat. Ja, also die Kirche spielt natürlich in Burundi eine sehr, sehr starke Rolle.
Also es gibt unterschiedlichste Kirchen in Burundi, aber Religion und Religiosität spielt eine sehr, sehr große Rolle bis zu dem Punkt, dass der Präsident selber sich als neugeborener Christ sozusagen auch ein Stück weit seine Politik davon anleiten lässt, von religiösen Vorstellungen, sage ich mal. Jetzt ist es so, dass die Kirchen schon immer auch dabei waren, auch die ganzen letzten Jahre immer versucht haben zu vermitteln. Also es ist nicht so, dass das jetzt sozusagen was Neues wäre, dass die Kirchen jetzt auf einmal auf den Plan geraten. Natürlich ist es trotzdem so, dass auch die Kirchen Teil des Konflikts sind, also beziehungsweise zumindest in der Personalität derjenigen, die in den Kirchen aktiv sind. Wir hatten den Fall von drei mysteriös ermordeten Schwestern vor kurzem, der für große Aufruhr gesorgt hat, der hochpolitisiert ist und wurde. Das heißt, da merkt man daran, dass die Kirchen innerhalb Burundis natürlich auch nicht von allen Parteien immer als gleichsam neutral und so weiter angesehen werden. Aber das passiert sehr viel. Also die Kirche ist extrem stark involviert, auch damals schon gewesen in Arusha und jetzt eben auch wieder bei der derzeitigen Krise auch aus dem Ausland, also auch sozusagen mit den transnationalen Netzwerken. Zum Thema Frankreich, also Frankreich hat ja diese Resolution eingebracht, wie wir gehört haben oder auch schon besprochen haben, eine UNO-Polizei nach Burundi zu schicken. Frankreich ist natürlich ein großer Player in der Region, waren die Franzosen schon immer, aber eben auch ein extrem umstrittener Player. Insofern ist sozusagen, muss man das auch immer wieder in Relation sehen, inwieweit sozusagen sich also in dem Fall ist es nicht die ehemalige Kolonialmacht, aber eben ein sehr, sehr starker, auch ehemals kolonialer Player in der Region, wo es das ganze Thema Frankophonie irgendwie wieder aufkommt, wo die riesigen Konflikte zwischen Frankreich und Ruanda eine große Rolle mitspielen. Das heißt, insofern ist Frankreich eben auch ein sehr umstrittener Player. Wird sich zeigen, wie das sich in den nächsten Monaten weiterentwickelt, aber eben die Resolution hatten wir schon gehört, über die Polizei ist eben auch sehr umstritten. Genau, von daher muss man es ein bisschen beobachten. Mhm. Dann ist hier vorne in der ersten Reihe ein Herr. Ja, danke sehr. Andreas Schlüter, Soziologe und Blogger. Ich denke, es müssen ja mal einige Sachen ausgesprochen werden. Also zum einen erschrickt mich, wie die Frage der Souveränität afrikanischer Staaten betrachtet und behandelt wird, wenn ich höre, dass man also Nkurunziza so lange hat gewähren lassen, dann frage ich mich, was ist eigentlich mit unserem Respekt vor der Souveränität afrikanischer Staaten los? Das ist mir also eine sehr koloniale Mentalität. Zum anderen muss ich feststellen, es gibt ja dieses berühmte Sprichwort vom Elefanten im Raum, der nicht angesprochen wird. Wir haben hin und wieder mal so ein Stück vom Rüssel und mal so ein Stück vom Schwanz davon gesehen, aber das Ganze wird verborgen hinter dem großen Narrativ zur Tragödie in Ruanda, apostrophiert als Genozid an den Tutsi. Das war also mindestens doppelt so sehr ein Genozid an den Hutu Ruandas. Und Kagame wird verklärt als der Beendiger dieses Genozids. In Wirklichkeit ist er derjenige gewesen, der wesentlich von den Amerikanern geführt, und er ist in Fort Leavenworth ausgebildet worden, mit seiner Terrortruppe der RPF, dann den zweiten glücklichen, in Anführungszeichen glücklichen Eroberungsversuch in Ruanda durchgeführt hat. Und das hat in der Folge, also nicht nur zu 800.000 Toten in Ruanda geführt, sondern es hat in der Folge zu, die Schätzungen variieren, 6 bis 8 bis 10 Millionen Toten im Kongo geführt. Und es gibt klare und deutliche Beweise, dass Kagame Leute in Milizen zwingt, Exil-Burundier in Milizen zwingt, Insurgenten in Burundi hat, und das alles wird nicht betrachtet. Kagame hat seine dritte Amtszeit. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Wenn Sie zu einer Frage kommen würden, ja, dann könnten Sie die beantworten. Wie kommt es, dass wir, ja, ich meine, Kommentare müssen ja auch erlaubt sein, wie kommt es, dass wir nicht darüber sprechen, dass Kagame eine weitere Amtszeit durchdrückt und im Grunde genommen ad infinitum, dass Kagame
Opponenten sogar in Südafrika umbringen lässt. Ja, und wir sprechen hier davon, Nkurunziza sei das große Problem. Ich danke. Okay, ich würde denken, am besten, da Sie ja die Frage der Souveränität afrikanischer Staaten angesprochen haben, fände ich es am richtigsten, wenn wir die Afrikanische Union auf die Frage antworten ließen. Herr Bamba, es trifft Sie. Kein Problem. Also herzlichen Dank für Ihre Frage. Warum denken Sie, dass dass man sich jetzt hier nur auf Nkurunziza konzentriert und Kagame ganz außer Acht lässt? Man muss den Kontext natürlich immer sehen und die Situation in Burundi aktuell. Und die Afrikanische Union war der Garant für den Vertrag von Arusha. Und deswegen üben wir jetzt auch Druck auf Burundi aus, denn dadurch konnte ja auch Stabilität im Land eingeführt werden und Ruhe eingeführt werden. Und Sie sehen, dank dieses Arusha-Abkommens gibt es eine relative Sicherheit in den letzten vergangenen 10 Jahren in Burundi. Und die Afrikanische Union hat gemeint, dass eine dritte Amtszeit ein Verstoß gegen das Arusha-Abkommen bedeuten würde. Und das bedeutet nicht, dass die Afrikanische Union ein Garant wäre für diese dritte Amtszeit, denn es gibt eine Charta für die Governance das darf nicht durch die Politik manipuliert werden. Und das ist das, was Kagame auch getan hat. Also der Präsident Kagame ist kein Heiliger und er hat keinen Freibrief bekommen. Die Afrikanische Union möchte, dass dieses Arusha-Abkommen weiterhin in Geltung ist. Und man möchte nicht, dass dieses Arusha-Abkommen von Burundi umgangen wird. Diese dritte Amtszeit ist illegal und das ist die Position der Afrikanischen Union. Es gab eine Stellungnahme von der ostafrikanischen Gemeinschaft, dass dies illegal auch wäre und dass hier auch der Friedensvertrag von Arusha sozusagen mit Füßen getreten wird. Und Burundi hat schon viele Krisen erlebt, auch Genozide. Und es ist sehr wichtig, dass dieses Land nicht wieder in eine solche Situation gerät. In Burundi darf auch nicht ein Ansteckungsherd werden für die Region der großen Seen. Das ist eine sehr sensible Region und eine Verschlechterung der Situation in Burundi würde sicherlich Auswirkungen auf Tansania, Ruanda und so weiter haben. Das sieht man ja schon anhand der vielen Flüchtlinge in diesen Ländern. Deswegen spricht man derzeit viel von Burundi, mehr als von Ruanda. Aber wir sind nicht für das dritte Mandat in Ruanda und geben keinen Freibrief an Kagame deswegen. Leider haben zwei Länder gegen die Entscheidung der Entsendung von Soldaten nach Burundi nicht zugestimmt und deswegen konnte das auch nicht erfolgen. Und verfassungsmäßig ist es auch nicht erlaubt, eine dritte Amtszeit, aber die Charta sagt auch, dass wenn die Verfassung geändert wird, dann muss das auf einem Konsens beruhen und es muss so geschehen, dass es sozusagen keine Auswirkungen auf Wahlen hat. Das heißt, man kann eine Verfassung ändern, aber die Bevölkerung muss diese Änderung auch akzeptieren und wollen. In Ruanda ist das passiert, aber dort ist eben tatsächlich auch die Charta gegen die Charta verstoßen worden. Die Souveränität von Staaten für ganz wichtig und sie hat sich auch manifestiert in den Vereinten Nationen, die nämlich genau auf der Souveränität von Staaten beruht. Und nach dem Völkermord in Ruanda, ich
nach dem Völkermord in Ruanda hat sich die internationale Gemeinschaft darauf verständigt, dass es zum Interesse von der Schutz von Menschenrechten auch Mechanismen geben muss, sowohl im Vorfeld, aber auch im akuten Fall eines Völkermords eingreifen zu können von außen. Und ich halte beides für richtige Entscheidungen der Weltgemeinschaft, mit der Frage sowohl der Souveränität in den Vereinten Nationen umzugehen, als auch mit der Frage, was passiert, wenn eine Regierung beschließt, gegen Teile oder das ganze Volk Krieg zu führen. Das halte ich für einen guten Grundsatz. Und ich glaube, dass wir noch dabei sind, auch wirklich Mechanismen zu entwickeln, was es in den einzelnen Vorphasen bedeutet an Prävention. Ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang und Burundi ist unter Umständen, ich hoffe nicht, ein Beispiel, dass wir doch sehr viel hilfloser sind, als wir vielleicht nach den Erfahrungen in Ruanda geglaubt haben. Das war das Erste, was ich sagen wollte. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir Anfang letzten Jahres in Burundi waren, mit allen Parteien dort gesprochen haben, auch denen, die nicht geleugnet haben, direkte Kontakte zum FDLR zu haben und auch dort, also auch ganz offen und auch ganz offen ihre ethnischen Besonderheiten, auch ihre Vernichtungsfantasien gegenüber den Tutsis ausgedrückt haben. Vielleicht ganz kurz, die FDLR, eine ist eine Rebellengruppe der Hutu? Die seit über 20 Jahren im Osten vom Kongo eine der Milizen ist, die dort für schwerste Menschenrechtsverletzungen zuständig sind. Wir haben auch gehört, dass es im Norden auch Probleme mit Ruanda gibt, aber die direkten Verbindungen in die Politik hinein, das ist meiner Meinung nach wirklich auch ein Versuch, die Probleme des Landes von der jetzigen Regierung auf andere Themen zu lenken. Auf die Rolle, was sind die Interessen von Ruanda, was sind die Interessen der Tutsis, was sind die Interessen von einzelnen Gruppen. Ich glaube, das ist genau die Phase, die so gefährlich ist in der Zuspitzung von politischen Situationen, wenn die eigentlich im Zentrum stehen und die einzigen sind, die im Moment noch eine friedliche Lösung wirklich tun können, nämlich die Regierung von Burundi, anfängt, andere dafür verantwortlich zu machen für bestimmte Entwicklungen und nicht mehr über sich selber und die eigenen Fehler spricht. Das ist die Situation, die wir in Burundi haben und die Leute, die Völkermorde leugnen, die von der internationalen Gesellschaft als solche anerkannt sind, die haben wir in Deutschland noch gehabt. Der Herr im grünen Pullover in der letzten Reihe und danach ein Herr etwas weiter vorne mit Brille und Bart. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Bündner. Ich habe letztes Jahr bei der GIZ in der ERC gearbeitet und mich würde die Rolle der ostafrikanischen Gemeinschaft also auch interessieren. Die ersten Vermittlungsversuche waren ja nicht besonders erfolgreich. Glauben Sie, dass Sie trotzdem noch in der Zukunft Erfolg haben können und wie könnte das aussehen? Ist da vielleicht auch die Souveränitätsproblematik der anderen ERC-Staaten ein Hindernis dabei, sich in Burundis Innenpolitik einzumischen? Da würde ich gerne, ich weiß nicht von wem, aber von irgendjemandem eine Antwort haben. Äußern Sie einen Wunsch. Vielleicht von den Herren aus Burundi selber. Von Herrn Rugurika. Donc la question s'adresse à vous. Donc la question c'est est-ce que... Die Frage ist... ob die Ostafrikanische Union, die sich derzeit in diese Situation jetzt eingebracht hat, schon kann sie Besseres tun? Hätte sie schon früher etwas Besseres tun können? Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber es ist nicht nur die Art und Weise, wie wir hier eine Lösung gesucht haben für Burundi. Die internationale Gemeinschaft hat eine falsche Diplomatie angewendet im Hinblick auf die burundische Krise. Und das ist auch der Grund, weswegen diese Krise solche Dimensionen angenommen hat, so unerwartet große, hinsichtlich der Partner auch von Burundi. Denn zuallererst haben die Leute gedacht, dass diese Frage innerhalb der ostafrikanischen Gemeinschaft gelöst werden. Und wie Herr Bamba es gesagt hat, es gibt mehrere Faktoren, die hier hineinspielen. Es gibt den ehemaligen Präsidenten, ob er nicht damals sogar die ostafrikanische Gemeinschaft anführte. Er war ein Verbündeter von Nkurunziza. Und der Präsident Museveni, der nicht anwesend war, wegen seiner eigenen Wahlkampagne, sagte selbst, er
hat gesagt, er hat nicht ausreichend Zeit, weil er selbst gerade in einer Wahlkampagne war. Und der kenianische Präsident, der spielte auch eine ambivalente Rolle, denn er hat zur Krise selbst nie etwas gesagt und auch nicht zu den Ursprüngen der Krise. Nur der Präsident Kagame, der zu einem bestimmten Zeitpunkt, der etwas kritisch sich geäußert hat, angesichts sozusagen der dritten Amtszeit von Nkurunziza gegen den Wunsch der Bevölkerung. Das wollte ich Ihnen sagen. Natürlich, die EAC hat ihre Rolle nicht wirklich gut gespürt und gefühlt. Und unsere Freunde aus der Afrikanischen Union, sie haben versucht, ihr Bestes zu geben, aber ich denke, dass es Blockaden gab. Und Sie sprachen ja vorhin davon, dass es eine Spaltung gab innerhalb der Staats- und Regierungschefs in Afrika oder der afrikanischen Völker. Und es wurden die falschen Entscheidungen getroffen zur burundischen Krise. Und ich erinnere mich, dass es einen Gipfel gab der Staats- und Regierungschefs Afrika. Und das war am 30. August 2015 in Südafrika, da gab es eine Resolution, die beste aller Welten, aber diese Resolution wurde niemals von Nkurunziza angenommen. Und nachdem er das verweigert hat, und da gab es keine Konsequenzen. Das heißt, der Sicherheitsrat hat einige Resolutionen ausgegeben und die Nkurunziza beschränken wollte, aber das hat er nie berücksichtigt. Er ist immer darüber hinweggegangen und es gab nie Konsequenzen daraus. Und ich denke nun, dass die internationale Gemeinschaft hier ihrer Verantwortung nicht wirklich gerecht wurde und entsprechend handeln konnte angesichts der Krise. Alle diese Suspensionsmaßnahmen, diese Aussetzungsmaßnahmen von Hilfsgeldern, natürlich, das sind Prozeduren, die da erstmal durchgeführt werden, aber jetzt haben wir sehr verspätete Maßnahmen. Und das kann natürlich auch noch zu einer größeren Verschlechterung führen. Und das sagt man auch innerhalb der Debatten der Vereinten Nationen. Da gibt es den Kommissar, der Menschenrechtsbeauftragte der UNO, der Hohe Kommissar der Menschenrechte, jedes Mal, wenn er von Burundi spricht, dann sagt er, dass Burundi am Abgrund steht und vor einem Bürgerkrieg. Er läutet die Alarmglocken, aber es gibt keine Entscheidung auf seine Warnungen hin. Ich weiß nicht warum. Und ich habe ja noch das Mikro, also darf ich vielleicht noch einen Satz sagen, weil es gab ja noch mehr Fragen. Ja, da wollte ich doch reagieren auf die Frage, Antworten über die Rolle der Kirche bei der Lösungsfindung in Burundi. Ich möchte dazu sagen, dass alle diejenigen, die Vorschläge machen, die in die Richtung gehen, dass die Regierung einen Dialog beginnt, und bestimmte internationalen nationalen Regeln auch berücksichtigt, dann werden sie, wenn sie das tun, als Terrorist angesehen und ein Verbündeter der Putschisten. Das ist auch passiert mit der katholischen Kirche und die Regierungspartei hat eine Brandentscheidung getroffen, in der sie gesagt haben, dass die Kirchen am Übel Burundis beteiligt sind. Warum? Weil es einen Hirtenbrief gab, in dem die Bischöfe der katholischen Kirche die Gläubiger aufgefordert haben, wirklich besonnen zu bleiben. Wer führt denn diese Hasspredigen? Das ist doch die Regierung. Und die Regierung ist natürlich irritiert, denn sie denken, dass die Kirche tatsächlich hier etwas blockiert, die Spaltungspolitik, nämlich die sie eigentlich führen wollen. Und diese Provokation
ist eine Flucht nach vorne. Und das macht der internationalen Gemeinschaft auch Angst. Die internationale Gemeinschaft hat Angst vor der burundischen Regierung aktuell. Und ich frage mich denn, was wollen Sie denn jetzt noch machen? Hier vorne ein Herr und dann da. Jetzt müssen wir nur die Reihenfolge behalten. Also zuerst hier. Roland Hergesell, guten Abend. Mitarbeiter der SPD-Abgeordneten Gabi Weber, die ebenfalls mit Frau Schulz-Asche letztes Jahr in Burundi gewesen ist. Zunächst eine Frage an Frau Simons. Es geht zur Rohstoff-Governance. Wir haben nach wie vor Berichte, dass immer wieder noch Sachen von gewissen Ländern mit der burundischen Regierung entwickelt werden, dass es nach wie vor auch Vertragsabschlüsse oder Vorverträge gibt. An welcher Stelle kann man in diesem Bereich dazu kommen, dass wir den internationalen Standards entsprechende Rohstoffextraktion haben, die dann eben nicht zur Gegenfinanzierung von anderen Sachen verwendet wird, die wir da nicht gutheißen? Und die Frage an Monsieur Bamba und Frau Simons beide gleichzeitig. Sie haben ja unterschiedlich auf die Frage geantwortet, ob der Präsident weiterhin Teil der Lösung sein kann oder ob die Lösung nur ohne ihn stattfindet. Ich würde etwas anderes noch anfragen, und zwar ist es nicht so, dass wir eigentlich in Burundi ja sehr lange das jetzt sehen, dass die Versuche zum Glück nicht gefruchtet haben, es stark zu ethnisieren, sondern dass es eigentlich ein Verteilungskonflikt ist zwischen einer sehr kleinen Elite, die einen sehr großen Zugriff auf verschiedenste Ressourcenquellen hat und ein Großteil der Bevölkerung aber an diesen Ressourcen nicht teilhaben kann. Wie kommt man dazu, dass man auch dieser Eliteverein, die dahinter steht, einen Weg eröffnet, aus dieser Situation herauszukommen? Weil sonst ist es ein Nullsummenspiel, entweder die oder wir. Und dann ist sehr klar, wie die Frontstellung ist. Und es ist auch sehr klar, dass dann ein Dialog und auch ein Aufbrechen der Frontstellung sehr schwierig ist. Solange man keine Lösung findet, die der jetzig profitierenden Schicht eine Möglichkeit eröffnet, nicht alles zu verlieren. Also dass man da einen Kompromiss und Ausgleich findet. Frau Simons. Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir hatten ja das Thema Rohstoffe ganz kurz schon mal hier angesprochen, vor allem eben natürlich in Bezug auf die Regionalisierung des Konflikts, wenn wir uns den Ostkongo angucken. Burundi hat bisher, für die, die es nicht wissen, sozusagen bisher keine interessanten Ressourcen gehabt. Insofern das Glück, in Anführungsstrichen, von diesen Auseinandersetzungen weitestgehend verschont geblieben zu sein. Ich sage weitestgehend, weil Bujumbura trotzdem eine Handelsroute ist, vor allem für geschmuggeltes Gold aus der DR Kongo. Also insofern auch ohne eigene bisher interessant gewesene Rohstoffe schon natürlich trotzdem auch in der Regionalisierung dieser Rohstoffproblematik eine Rolle gespielt hat. Wenn es jetzt neue Bemühungen gibt, soweit ich weiß, sind die Bemühungen momentan sowieso auf Eis gelegt aufgrund der Situation. Da geht es ja auch um Partner wie China zum Beispiel, aber auch andere, die natürlich auch momentan ein bisschen zurückgerudert sind, gesagt haben, okay, wir wissen überhaupt nicht, wie stabil diese Regierung ist. Wir haben das Gefühl, hier implodiert gerade alles. Wie sicher sind da Investitionen zum jetzigen Zeitpunkt? Aber das wird sicherlich wieder eine viel, viel größere Rolle spielen, auch in näherer Zukunft. Allerdings handelt sich jetzt in Burundi um Rohstoffe, die nicht so besonders konfliktgeeignet sind. Also wir haben, bei Rohstoffen muss man immer so ein bisschen aufpassen, worum es geht. Besonders gut auszubeuten, zum Beispiel von Rebellengruppen, sind sowas wie Diamanten, Flussdiamanten zum Beispiel. Ja, da muss man keine großen sozusagen Förderungsinstrumentarien und sonst was alles aufbauen. Beziehungsweise im Kongo haben wir das Phänomen, also im Ostkongo, da geht es ja ganz viel um Coltan zum Beispiel. Das sind natürlich Minen, also das ist jetzt nicht so leicht, da mal eben so ein bisschen Coltan irgendwo zu schürfen. Aber das sind eben Minen, die schon lange existieren, die zum Teil eben von artisanalen oder zum Großteil von artisanalen sozusagen artisanal gefördert werden und wo das größte Problem gar nicht so sehr die Minen selber sind, sondern die Besteuerung der Handelswege. Und insofern ist sozusagen, glaube ich, sehe ich das Problem akut nicht in Burundi, weil es da eben um andere viel, viel aufwendigere Ressourcen sozusagen Ausbeutung gehen würde. Aber sicherlich wird das, wie gesagt, in eventuellen bestimmten absehbaren Zeit auch eine Rolle spielen können. Da gibt es jetzt schon sehr viel mehr Erfahrung, als wir vor ein paar Jahren hatten mit Zertifizierungssystemen, mit Due Diligence und so weiter, die wir im Kongo natürlich seit Jahren beobachten, wo wir eben auch die negativen Auswirkungen vieler dieser Zertifizierungssysteme beobachten.
Und ich würde da nur dafür plädieren, davon wirklich zu lernen und sozusagen nicht einfach die Idee zu haben, okay, Zertifizierung ist super, wir brauchen konfliktfreie Mineralien und damit hat sich die Sache erledigt, sondern wirklich auch ganz stark zu gucken, zum Beispiel auch, was sagen kongolesische Akteure dazu, wie sich der Dodd-Frank Act zum Beispiel im Ostkongo bisher ausgewirkt hat, aber eben auch das EU die verschiedenen EU-Ansätze zur Zertifizierung bisher ausgewirkt haben und da wirklich auch draus zu lernen und das ernst zu nehmen. Die andere Frage, Verteilungskonflikt, ja, es geht um Burundi. Es ging schon immer um einen Verteilungskonflikt. Das ist, was ich vorhin versucht habe, auch anzudeuten. Früher hatten wir eine, ich sag's mal sehr provokativ, kleptokratische kleine Clique von eine Regierungsklique, die im Prinzip Zugang zu allen Ressourcen hatte. Und zusätzlich dazu hatten wir eine gesellschaftliche strukturelle Diskriminierung, Privilegierung von Tutsis zulasten von Hutu. Und heute haben wir dasselbe erste Phänomen, eine kleptokratische Elite, die sich alles unter den Nagel reißt, aber eben sozusagen formal eine andere Form von Diskriminierung auf der breiten Bevölkerungsebene. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist eine Chance in der heutigen Situation zu sagen, die Bevölkerung ist sich ziemlich einig, dass es uns allen gleich schlecht geht. So, und dass es nicht daran liegt, dass wir Hutu und Tutsi sind, sondern dass es daran liegt, dass es eben die Macht, der Zugang zu Ressourcen in einer ganz kleinen Gruppe von Leuten liegt. Und dass das sozusagen dieser Klassenaspekt, nenne ich es jetzt, ganz stark, also viel deutlicher heute wird und dass das sozusagen einfach auch ein Punkt sein kann, zu sagen, wenn es um Verhandlungen geht, worum geht es hier eigentlich? Es geht um Zugang zu Ressourcen, zu ökonomischen Ressourcen, es geht aber auch um Zugang zur sozialen Teilhabe. Es geht darum, soziale Programme nicht so zu machen wie in den letzten 10 Jahren, dass man sagt, wir machen jetzt die Grundschulbildung und sonst und bauen überall Schulgebäude, aber haben keine qualifizierten Lehrer und keine Materialien. Oder wir machen die Müttergesundheit und die Gesundheit kleiner Kinder umsonst, aber die Abrechnungssysteme funktionieren hinten und vorne nicht, sondern dass es tatsächlich darum geht, gesellschaftlich umzuverteilen. Und ich glaube, dass das jetzt viel deutlicher auf den Tisch kommt als damals in Arusha, wo es vielmehr diese Power-Sharing, diese Machtteilungsattitüde ganz, ganz stark im Vordergrund stand, zu sagen, wir wollen jetzt auch endlich mal Macht haben und irgendwie sozusagen sich das da unter verschiedenen Leuten aufgeteilt wurde, aber eben gar nicht diese besonderen Aspekte, also auch besprochen wurden, aber dann halt eben sehr stark vernachlässigt wurden. Monsieur Bamba, vous devez reprendre aussi. Oui. Ich bin absolut einverstanden mit der Analyse der Kollegin. In Burundi gibt es nicht wirklich ein ethnisches Problem um die Ressourcen, sondern hier geht es wirklich es gibt ein Problem mit den Eliten. Und das hat auch tatsächlich zu einer Spaltung innerhalb der CNDD geführt, denn die haben gemeint, dass der Präsident Nkurunziza nun 2 Amtszeiten hatte und davon haben seine persönliche Entourage sehr gut profitiert und andere nun überhaupt nicht in den Genuss dieser Ressourcen gekommen sind. Es gibt hier nicht eine Ethnisierung in diesem Bereich und die Krise allgemein ist keine ethnische Krise. Es gibt es ist eine rein politische Krise und für die gesamte Bevölkerung gibt es viele Initiativen. Nkurunziza hat insbesondere gemeinschaftliche Arbeitsinitiativen lanciert und das hat dazu geführt, dass einige Straßen gebaut werden konnten, auch einige Krankenhäuser und Schulen. Es gibt Kritik natürlich, denn bestimmte Schulen, da gibt es nur weiße Kinder, aber es gibt häufig auch sehr selten auch Lehrer. Und das führt natürlich dazu, dass die Politik von Nkurunziza hat dazu geführt, dass soziale und wirtschaftliche Infrastrukturen ein bisschen dezentralisiert werden konnten. Und das wurde angenommen und das wurde sehr positiv aufgenommen. Aber wenn es jetzt um politische Ressourcen geht, das ist etwas wirklich, was man sehr ernst nehmen muss. Denn diese Verteilung innerhalb der CNDD-FDD zwischen den Mitgliedern hat nicht
hat nicht wirklich richtig stattgefunden. Das heißt, all diejenigen, die an der Front gekämpft haben, wollten eine Rotation haben für die Entourage des Präsidenten. Und diejenigen, die sich bereichert haben, die sollten den Platz räumen für diejenigen, die noch nichts bekommen hatten, innerhalb der CNDD-FDD, also der Regierungspartei. Jetzt sehr an Sie plädieren, Ihre Fragen so präzise wie möglich zu stellen, weil wir nämlich jetzt schon fast 9 Uhr haben und wir ja eigentlich um 9 Uhr Schluss machen wollten. Die Dame in der ersten Reihe, vielleicht sammle ich die Fragen. Dann der Herr Botschafter, der Herr hier vorne und der letzte Herr, hier ganz links. Und ich würde sagen, wir sammeln und wenn Sie jemanden haben, der die Frage beantworten soll, sagen Sie es bitte. Sabine Grund. Ich fand es bemerkenswert, dass viel auf die Geschichte der Region eingegangen wurde, auf die Völkermorde der 60er und 70er Jahre schon in Burundi. Wir haben dann noch Uganda mit Idi Amin und dann kommt Ruanda und inzwischen Kongo. Aufarbeitung ist in Deutschland immer das große Thema, bloß wenn es um Zentralafrika geht, war uns das bislang kaum ein Thema. Das finde ich bedauerlich. Und es wurde ja auch von Frau Simons angesprochen, der Mord an dem gewählten Präsidenten Melchior Dadaye wurde nie aufgeklärt. Ein amerikanischer Botschafter hat gesagt, das war sein Vorgänger, aber dazu gibt es keine offizielle Verlautbarung. Der Mord am Nachfolger Cyprien Tayamira, der mit Habyarimana zusammen abgeschossen wurde, ist bis heute nicht aufgeklärt. Und ich denke, wir überfordern die Afrikaner, wenn wir von denen erwarten, dass sie diesen Abschuss des Flugzeuges der zwei Präsidenten 94 aufklären. Das ist etwas, das geht an uns. Die BBC hat 2014 einen Anlauf gemacht, das endlich mal in die öffentliche Debatte zu bringen. Wann wird der Bundestag gemeinsam mit dem Europäischen Parlament endlich mal die Aufklärung? Und ich würde wetten, es gibt auch Amerikaner, die damit stimmen würden, das endlich aufzuarbeiten. Dann hätten wir vielleicht Klarheit und dann könnte man die anderen Probleme der Region anders lösen. Dankeschön, Herr Botschafter. Bien, merci beaucoup. Herzlichen Dank. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um auch etwas beizutragen zu dem, was gesagt wurde schon und auch danken für die Organisation dieses Austausch, den ich sehr interessant finde und dem ich interessiert zugehört habe. Ich möchte einige Dinge aufklären oder klarstellen ohne Polemik. Zunächst einmal, um auf etwas zurückzukommen, die Beschreibung von Herrn Bamba. Er wollte es nicht genau sagen. Es ist wirklich ruhig in Burundi und alle haben wirklich in den Alltag zurückgefunden. Und ich denke, das Leben geht weiter. Das Problem in Burundi sind Probleme, die es überall gibt und die morgen woanders auch auftreten können. Und was die Truppen der Afrikanischen Union in Burundi anbelangt, das burundische Militär sind Burunder. Und man sollte die burundischen Militärs nicht von der Regierung ablösen oder abtrennen. Sie haben einen Auftrag zu erfüllen von der burundischen Regierung und sie sollen beitragen zur Stabilität im Lande. Dafür muss man ihnen auch danken und da sollte man sich nicht drum sorgen. Und noch einige Kommentare, die hier gemacht wurden. Ich möchte nur einfach sagen dazu, dass ich denke, dass Lügen auch hier gesagt wurden. Das sind vielleicht Leute, die nicht richtig nachgedacht haben. Das sollte wirklich nicht geschehen. Man hat von dem Arusha-Vertrag gesprochen. Ich würde gerne wissen, wer von Ihnen hat diesen Vertrag wirklich mal gelesen, diesen Friedensvertrag, und man könnte darüber durchaus diskutieren. Aber man geht nie ins Detail. Die Verfassung von Burundi hat sich davon inspirieren lassen, von diesem Vertrag von Arusha. Es gibt eine Konfusion zwischen dem Artikel 96 und 302, die eigentlich beides von derselben Sache springen.
Also von 96 bis 302, da steckt etwas Verstecktes dahinter. Und da möchte ich zu sagen, dass es hier eine Verwirrung gibt. Der Artikel 96 der Verfassung von Burundi spricht über die Amtszeiten eines Präsidenten und der allgemeinen Wahl. Und der Artikel 302 sehr weit hinten, also spricht von der allerersten Amtszeit nach der Transition, nach dem Übergang. Und da heißt es, dass der erste Präsident vom Parlament gewählt wird, nicht mit allgemeinen Namen. Und darüber gab es Diskussionen, Debatten und viele Leute haben das nicht richtig verstanden oder nicht richtig interpretiert, auch Experten nicht. Und Burundi, da hat man das Verfassungsgericht angerufen für alle Probleme, die mit Verfassungsfragen zu tun haben und die haben eine Entscheidung getroffen. Und wenn die Verfassung tatsächlich ein Urteil fällt in Deutschland oder anderswo, dann ist die Sache damit erledigt. Und warum soll das in Burundi nicht gelten? Und das hat durchaus zu tun mit der Souveränität eines Staates. Sie sprachen viel über Burundi. Ich bin alles, was Sie gesagt haben, Frau Cordula Schulz-Asche, Sie sprachen von dem Radio RPA, dass Herr Rugurika tatsächlich eingesperrt wurde, weil er regierungskritische Äußerungen gemacht hat. Das ist falsch, vollkommen falsch. Nein, das wirklich sagen. Denn er war in Haft, weil drei italienische Nonnen umgebracht wurden, die wirklich grausam umgebracht wurden. Und er hat gesagt, er hat ein Interview organisiert mit dem Mörder und dem vorgeblichen Mörder. Und die Polizei hat ihn gefragt, wo dieser Mensch nun ist. Und der konnte dadurch fliehen. Und er hat also Beihilfe zum Rechtsbruch begangen. Und deswegen ist er in Haft gekommen. Er hat den Mörder sozusagen fliehen lassen. Andere Sache, auf die ich zurückkommen wollte, das ist die Resolution 2279. Diese Resolution betrifft nicht von Polizei und Militär in Burundi. Von Polizei wird in der Resolution erst bei Punkt 10 eingegangen. Insgesamt gibt es 12 Punkte. Das ist also nur ein Detail in dieser Resolution. Warum man jetzt hier hauptsächlich über die Polizei spricht, das verstehe ich nicht. Es gibt ganz andere Punkte noch in dieser Resolution. Es geht um den Frieden und man spricht auch von der Opposition. Und wenn man von der Opposition in Burundi spricht, da fragt man, wer ist hier Oppositioneller und wer nicht. Man spricht von einer Plattform, einer zivilen Plattform, aber wenn Sie jemanden suchen aus dieser Plattform, also ein Mitglied dieses Forums, der Sinduhije wurde hier genannt beispielsweise, oder Herrn Tabara, der sich auch verbunden hat mit dem Zenaret. Das alles sind Fragen, die man durchaus genauer betrachten muss. Und ich würde gerne vielleicht enden mit einer Sache. Also die Massengräber. Diese Massengräber, wo wurden die denn gefunden? In aufrührerischen Vierteln, die vorher abgeriegelt wurden, und zwar von den Demonstranten, da konnte die Polizei und die Armee nicht hinein in diese Viertel und diese Rebellen, diese Aufrührer mussten aus diesen Vierteln vertrieben werden, damit die Polizei und die internationalen Beobachter in diese Viertel rein können und tatsächlich diese Massengräber finden können. Das heißt, ich will hier nicht die Verantwortung irgendwem zuweisen, aber ich denke, das sind durchaus sehr wichtige Ermittlungswege, die man hier auch gehen muss.
Intervention, Herr Botschafter, denn ich denke, sie hat uns auch ein bisschen illustriert, wie in der Tat die Fronten verlaufen zwischen Regierung und Nichtregierung. Allerdings würde ich gerne hier an dieser Stelle nur ganz kurz auf zwei Dinge eingehen. Sie haben gerade gesagt, in Burundi ist alles ruhig, in Burundi gibt es kein Problem, die Leute gehen ihren Beschäftigungen nach. Herr Bamba hat vorhin über den Bericht gesprochen, den er von den Beobachtern der Afrikanischen Union heute zugeschickt bekommen hat. Und alleine in diesem Bericht waren von zwei Morden in den letzten Tagen und von einer Granatenexplosion die Rede. Das ist nicht das, was ich als ruhig bezeichnen würde. Das Zweite ist, Sie hatten gesagt, das Verfassungsgericht, La Cour Constitutionnelle, das Verfassungsgericht hätte eben die Kandidatur Nkurunzizas als gültig erklärt. Dazu vielleicht nur die kleine Zusatzinformation, dass am Tag, bevor das Verfassungsgericht das getan hat, der stellvertretende Präsident des Verfassungsgerichtes ins Ausland geflohen ist, weil er von der Regierung unter Druck gesetzt worden ist. Ich möchte auf die anderen Dinge jetzt gar nicht eingehen in Anbetracht der Uhrzeit, aber wir sind natürlich gerne bereit, nach der Veranstaltung auch noch im persönlichen Gespräch weiter zu sprechen. Der Herr hier vorne. Hallo, ja, ich bin auch gut zu hören. Mein Name ist Thomas Pararugurika. Ich bin weder mit ihm noch mit irgendwie verwandt, weil die Namen sich ähneln. Nur zur Klärung, meine Person. Ich heiße Bara Rugurika. Herr Bob Rugurika sitzt da vorne. ich wollte auch eine Bemerkung machen, auch zum Titel von der Einladung, dass Burundi am Abgrund steht. Als ich diesen Titel gelesen habe, ich bin leider etwas später gekommen, war ich irgendwie erschrocken. Deshalb wollte ich einen bestimmten Satz dazu sagen. Ich finde es zurzeit wichtig, die Menschen in Burundi nicht zu entmutigen und um Eskalationen zu riskieren. Wir Burundier und Deutschen, die hier sind, werden besser beraten, doch irgendwie die Ängste, die wir alle haben, nicht aufs Burundi zu projizieren. Burundi hat mehrere Kriegstrauma in den vergangenen Jahrzehnten erlebt, 72, 73 und 93. Es ist wichtig, nicht diese Trauma zu verstärken, indem man solche Begrifflichkeiten wie Abgrund, Terror, Tortur, Hass, Mordungen, nur ein paar Begriffe zu nennen. Ich befürchte, dass jede Übertreibung zu einer Eskalation führen kann. Es wurde auch immer wieder gesagt, hier, was ich so noch mitgekriegt habe, als ich so spät gekommen bin, dass die Situation so kurz vor einem Genozid steht wie in Ruanda 1994. Das ist beängstigend. Und ich hatte gedacht, ich versuche mal kurz zu fassen. Dazu hatten wir aber gerade vorhin hier auf dem Podium diskutiert, dass es da eben hier auf Seiten der Panelisten eine andere Meinung zugab. Ich versuche mal kürzer zu fassen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier an diesem Podium, bei dieser Podiumdiskussion, zur Lösungssuche zusammentun würden, um die Kontrahenten oder die Protagonisten, egal wie man die nennt, irgendwie Vorschläge machen zu können. Hier können wir zwar keine Entscheidung treffen, aber ich denke, vielleicht sind auch Leute von der Presse da, was wir hier sagen, bleibt nicht in diesen vier Räumen versteckt. Es wird gehört, es wird bestimmt kommuniziert. Herr Bob Rugurika als Journalist weiß Bescheid, was hier gesagt wird, wird heute, egal auf welche Ecke der Erde, gesehen und gehört. Daher habe ich mir gewünscht, hier wollen wir über Lösungswege diskutieren. Vielleicht so kurze, kleine Gruppen bilden, um zu diskutieren, was kann man tun,
Wie kann man Burundi helfen? Wir sehen, dass Burundi Probleme hat, nicht allein. Es wurde auch gesagt von Frau Schulz-Asche, dass sie eben dort da war und die anderen, ihre Kollegen, um zu gucken, wie mit der burundischen Regierung nach Lösungen gefunden werden. Vielleicht reicht das nicht aus. Ja, darf ich Sie bitten, zum Schluss zu kommen? Meine Frage ist jetzt, ich hörte gerade, die Zeit ist nicht da. Meine Frage war, ist es nicht möglich, dass wir hier auch solche Gruppen bilden, kleine Gruppen, wo man diskutiert, welche Möglichkeit, was können wir vorschlagen? Sie haben, das Publikum hat den Vorschlag des Herrn gehört. Ich denke, wer tatsächlich auch dabei sein möchte bei einer solchen Gruppe, sollte sich vielleicht tatsächlich am besten bei Ihnen melden. Dem Vorschlag steht ja nichts im Wege. Das ist ja eine gute Idee. Allerdings bin ich nicht ganz damit einverstanden, dass wir hier keine Lösungsmöglichkeiten präsentiert haben. Denn wir haben ja hier viel über Dialog und über Eingreiftruppen und über Polizeimissionen und so weiter geredet. Aber gut, jeder darf ja seine eigene Meinung haben, das ist erlaubt. Jetzt würde ich gerne den Herrn hier vorne und der Herr da vorne, ich würde Sie gerne nochmal wieder zusammenfassen. Stellen Sie jeweils Ihre Frage und dann versuchen wir zu antworten. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Frau Simons. Sie sagten ja, Sie wissen nicht, ob Nkurunziza das Problem ist oder etwas anderes. Beantworteten dies teilweise mit der kleptokratischen Elite. Frage, ist diese kleptokratische Elite international vernetzt? Gibt es da Mächte, die die stützen, oder ist die eigentlich isoliert in Burundi? Und die Frage, die sich vielleicht anschließt, wir hörten, dass mehrere Generäle ins Exil gegangen sind. Kann sich denn Nkurunziza oder die kleptokratische Elite sicher sein der Unterstützung durch das Militär? Oder sind es nicht teilweise paramilitärische Gruppen der CNDD-FDD, die diese Massaker begangen haben und nicht das Militär? Bevor Sie antworten, gern die nächste Frage dazu. Kommt schon. Ludwig Kamm, ich bin katholischer Pfarrer im Bistum Aachen und seit 29 Jahren mit Burundi verbunden. Herr Botschafter, weil es so ruhig ist, bin ich seit Februar letzten Jahres nicht mehr in Burundi gewesen. Ich hätte gerne meine 27. Reise im letzten Jahr gemacht, aber jetzt im Februar. Nur Gott sei Dank gibt es mittlerweile Nachrichtenkanäle, das Internet, dem Internet sei Dank, dass wir mitkriegen, wenn junge Leute, wenn Studenten sagen, wir können mal wieder nicht aus dem Haus, es wird überall geschossen. Mittlerweile kann ich übers Internet mit Leuten kommunizieren, die ich per Telefon nicht mehr kriege, weil Stimmen dazwischen sind und ich dem Präsidenten einmal einen schönen Gruß bestelle. Die kleptokratische kleine Clique schafft es nicht, den abgebrannten Zentralmarkt wieder aufzubauen. Sie wollen wahrscheinlich gar nicht, weil sie das Riesengrundstück gut vermarkten können. Da passiert nichts. Ich bin heilfroh, dass dieses Bild hier vor uns steht. Es zeigt eine hellwache, junge Generation, die nicht mehr alles mit sich machen lässt wie noch 93 oder wie noch 96, 97 vor dem Putsch von Buyoya dem Zweiten. Da war ich unten im Land. Ich war in Bugendana bei dem Massaker, bei der Beerdigung, wo der Erzbischof Joachim von Gitega zur Versöhnung aufgerufen hat und 3 Wochen später war er tot. So auch zur Rolle der katholischen Kirche. Der Erzbischof Simon Tamwana in Gitega steht auf einer schwarzen Liste, wie ganz viele andere auch. Er gibt sich unendlich Mühe. Il se donne beaucoup de peine. Et actuellement, au sein de l'Église elle-même, c'est à la différence donc de 1993, il n'y a presque plus d'opposition ethnique. Cela existait à l'époque, aujourd'hui heureusement plus. Merci beaucoup. Antworten nach Nkurunziza, ob er das Problem ist, und nach der Vernetzung der kleptokratischen Elite und der Unterstützung durch das Militär. Also ich glaube, die erste Frage ist, hat sich auch so ein bisschen wellenartig sozusagen über das letzte Jahr immer mal wieder entwickelt. Also ganz am Anfang war seine angekündigte Kandidatur, die übrigens zuerst auch gar nicht von ihm angekündigt war selbst, aber sozusagen klar war, dass er kandidieren wird, das Problem. Also
das, was ausgelöst hat, die Proteste ausgelöst hat. Es hat sich aber relativ schnell abgezeichnet, eigentlich geht es nicht um Nkurunziza, sondern es geht eben um den Wunsch der großen Massen der Bevölkerung, eine politische Änderung zu haben und sei es nur innerhalb derselben Partei, zumindest einfach zu sagen, wir haben bestimmte demokratische Grundsätze und die wollen wir nicht verletzt sehen. Und dazu gehört eben unter anderem die Verfassung, dazu gehört der Vertrag von Arusha. Mittlerweile ist es so, dass sich, das hatten wir auch angesprochen im Podium, auch innerhalb der Regierungselite ziemlich ausgedünnt ist, beziehungsweise ersetzt wurde durch neue Figuren, die zum Teil sehr niedriges Profil haben, also sozusagen bisher nicht besonders präsent waren auf der politischen Agenda, was ein Stück weit zeigt, dass Nkurunziza immer mehr eingeengt ist, also sozusagen einfach immer mehr mit dem Rücken gegen die Wand steht, und sich auch einfach mehr und mehr Feinde innerhalb der eigenen Partei macht. Ich denke aber, dass, was das letzte Jahr auch extrem gut gezeigt hat, ist, dass es um die Person, also die Person wird natürlich immer auf, es ist immer der Aufhänger und es geht sehr, sehr viel um diese Person, aber es geht nicht wirklich um die Person, es geht einfach um, es geht um die politische Kultur, es geht um Teilhabe und so weiter, was wir hier alles besprochen haben. Deswegen meinte ich vorhin, ich weiß gar nicht, ob das eigentlich die relevante Frage ist. Jetzt internationale Verletzung der Regierungs, der momentanen Regierungselite, also sie werden politisch immer mehr isoliert tatsächlich oder isolieren sich selbst auch über das letzte Jahr immer stärker. Sie sind natürlich finanziell vernetzt international, also auch burundische Politiker haben ihre Konten nicht nur in Burundi. Da ist es jetzt auch so, dass natürlich sowohl von USA als auch von der EU bereits Sanktionen gegen einzelne Individuen, allerdings übrigens nicht nur gegen die Regierung, sondern eben auch Oppositionsfiguren verhängt wurden. Die wären wesentlich hilfreicher, wenn die aus Südafrika kämen, weil viele dort ihre Konten haben. Allerdings sprechen wir in der burundischen Politik nicht von den gleichen Summen, wie wir das in anderen Kontexten natürlich tun würden, aber es ist trotzdem genug, um quasi eine relativ sensible Stelle auch zu treffen. Thema Militär, ich denke, der Putsch hat gezeigt, dass das, was 10 Jahre lang sehr stark als Aufhänger genutzt wurde, um Burundi als Erfolgsfall einer Postkonfliktkonsolidierung auch darzustellen, nämlich die Kohäsion des Militärs, keineswegs mehr gegeben ist. Interessanterweise aber ja auch der Putsch zum Beispiel multiethnisch war und auch multipolitisch im Sinne von Offiziere beinhaltet hat, vom CNDD-FDD, als es noch eine Rebellenbewegung war, und eben von der ehemaligen Regierungsarmee, den Ex-FAB, die damals gegen den CNDD-FDD gekämpft haben. Also insofern auch eine Verschiebung der Machtverhältnisse, eine Veränderung der Machtverhältnisse, aber durchaus ein Zeichen, dass Nkurunziza die Armee nicht unter Kontrolle hat. Jetzt hat er nach dem Putsch versucht aufzuräumen, es wurden hunderte von Offizieren festgenommen, hat es aber nicht ganz geschafft. Allein, es wurde auch angesprochen, die letzte Ermordung innerhalb des Etat-Major, also sozusagen an einem Ort, physischen Ort, der im Prinzip unerreichbar ist für militärfremde Personen, der bis jetzt nicht aufgeklärt ist, an einem hohen General, an einem hohen Offizier, zeigt, dass es nach wie vor auch innerhalb der Führungselite des Militärs durchaus keine Einigung gibt. Und das heißt noch lange nicht, oder das ist sozusagen nochmal ein anderes Thema, was ist eigentlich mit den sogenannten Fußsoldaten? Wir haben gesehen bei den Protesten, ein Teil des Militärs ist fast schon schützend mit den Protestierenden mitmarschiert. Also da gibt es durchaus noch Spannung und da ist auch die Aufräumaktion des Präsidenten bei Weitem nicht dazu geführt, dass das Militär komplett unter seiner Kontrolle ist. Und ich denke, die Bewaffnung von eigenen Leuten, der Imbonerakure zum Beispiel, ist ein Zeichen dafür, dass das schon lange eine Angst der Regierung war, dass das Militär ihnen eben doch im Ernstfall nicht komplett gehorcht. Ein anderer Aspekt, den ich nochmal vielleicht hier anmerken würde, ist, dass es auch eben seit Arusha zum ersten Mal in der Form eine richtige Polizei in Burundi überhaupt erst gibt, die wirklich sozusagen landesweit operiert, mit einer Vielzahl von neuen Rekruten damals, die auch aus dem CNDD-FDD-Rebellion rekrutiert wurden, wo lange Zeit angenommen wurde, auch ein bisschen die Polizei ist jetzt quasi auf der Regierungsseite und die Armee ist immer noch so ein bisschen altes Regime, dass sich da auch was geändert hat über die letzten Jahre und dass auch innerhalb der Polizei es natürlich nicht ganz so eindeutig ist. Wie gesagt, die Bewaffnung eigener Milizen ist
also nicht nur im Konflikt in Burundi, sondern das haben wir weltweit, sehen wir das in afrikanischen Konflikten besonders, immer ein starkes Zeichen dafür, dass die Regierungen ihren eigenen Sicherheitsinstitutionen nicht mehr trauen. Mhm, vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle, an das Publikum und Ihr großes Interesse und die Fragen. Sie wollen noch was sagen? Ein Kommentar. Ich wollte gerne reagieren auf das, was der Botschafter, seine Exzellenz der Botschafter gesagt hat. Ich denke, man muss irgendwann mal wirklich die Wahrheit sagen und offen sagen, wenn die burundischen Behörden sagen, dass es zu 98% Frieden in Burundi herrscht, dann muss man doch eigentlich wirklich realistisch hier sein. Denn der Präsident der Republik selbst der bewegt sich innerhalb des Landes die meiste Zeit seiner Amtszeit und alles steht still, wenn er irgendwo durchreist. So viel Polizei ist dann da. Das heißt, er kann ohne Polizeischutz gar nicht überall hinreisen. Aber der Präsident hat die Hauptstadt quasi verlassen und jeden Tag, bitte, ich möchte gerne aussprechen, ich weiß, dass er für die Bevölkerung ist, aber er kann abends nicht mehr Fußball spielen. Macht er das noch? Nur ein kleines Detail. Also, ich möchte das übergehen nun. Also, wir haben den Bericht gestern bekommen, gestern erst. In Rumangé gab es eine Granatenexplosion. Zwei Polizisten und vier Zivilisten sind im Krankenhaus. Zwei Polizisten sind gestorben. So ist das jeden Tag. Also man muss wirklich die Wahrheit sagen, damit alle, die Burunder und die internationale Gemeinschaft, wirklich eine Lösung finden können, eine Lösung für die derzeitigen Probleme. Aber das geschieht nicht, wenn man sagt, alles ist gut und damit wird nichts gelöst. Wir haben echte Probleme in Burundi und wir müssen hier wirklich die Probleme angehen. Ich lebe dort jeden Tag und ich erlebe dort, wie abends die Leute so schnell wie möglich nach Hause gehen aus Angst. Und manche Aktivitäten am Abend konnte man noch abends durchführen draußen, aber jetzt geht es nicht mehr. Es gibt wirklich Probleme und man muss wirklich ehrlich sein, damit man wirklich auch Lösungen finden kann in diesem Problem. Und ich habe schon vorhin auch gehört, es gab keine Vorschläge oder nicht genügend Vorschläge von unserem Podium aus. Doch, wir haben über den Dialog gesprochen. Das ist ein Vorschlag, den wir auch gesagt haben. Und eine militärische Lösung wird die burundische Krise nicht lösen. Wenn Sie es eine militärische Situation der absoluten Krise geht, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht militärisch dagegen nur vorgeht, sondern dass man Dialog führt. Einen Dialog mit der Regierung und mit den ganzen Parteien. Der Dialog, die Regierungspartei hat eine provisorische Immunität, genießt eine provisorische Immunität und und deswegen konnte auch der Vertrag von Arusha unterzeichnet werden. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber Sie wollen mit den Putschisten nicht sprechen. Wie wollen Sie denn zu einem echten Frieden kommen, wenn Sie nicht mit den sogenannten Feinden nicht sprechen möchten? Also dieser Dialog muss stattfinden und dieser Dialog muss zu guten Ergebnissen führen. Was zur Verfassungsgericht anbelangt, da werde ich jetzt nicht darauf reagieren. Gott sei Dank haben Sie dazu schon was gesagt. Ich fand, das war ein sehr gutes Schlusswort. Wir brauchen einen Dialog. Wir müssen sprechen. Man muss unter sogenannten Gegnern sprechen. Gestellt haben. Ich möchte Sie jetzt einfach auch noch mal tatsächlich einladen, weiter zu diskutieren und auch nochmal den Vorschlag des Herrn in Erinnerung zu bringen, vielleicht auch tatsächlich in kleinen Gruppen zu sprechen. Ich möchte besonders den Botschafter einladen, den Dialog zu suchen mit der Afrikanischen Union, mit Herrn Rugurika vielleicht auch. Und ansonsten möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei den Panelisten. Vielen Dank für Ihr Know-how, vielen Dank für Ihre Geduld, die vielen interessanten Antworten. Vielen Dank an die Technik und an unsere beiden Übersetzerinnen, ohne die wir hier auch nicht klargekommen wären.
Und natürlich an die Kolleginnen von ÖNZ und Böll Stiftung, die jetzt hier viel mehr im Hintergrund waren als ich. Dankeschön an alle.